Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste bei uns heute im TGZ und ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns aus der weiten Welt übers Internet heute zuschauen können. Ja, mein Name ist Michael Paduch. Ich bin Geschäftsführer des Technologie- und Gründerzentrums und Leiter der Energieagentur und habe heute gemeinsam mit Herrn Kaufmann, dem Geschäftsführer der EWB, das Vergnügen und die Ehre, Sie durch die heutige Veranstaltung zu leiten, zu führen. Herzlich willkommen zum 7. Bautzener Energieforum. Ja, ich weiß, heute stehen wir in einem engen Konkurrenzkampf mit den Europafußballmeisterschaften und dem schönen Badewetter. Aber ja, das Online-Format hat vielleicht auch den Vorteil, dass man das eine mit dem anderen irgendwie verbinden kann. Sie können das uns auch gerne gleich mitnehmen mit dem Handy, wenn Sie baden gehen wollen. Aber wir würden auch sehr freuen, wenn Sie die heutige Veranstaltung weiter verfolgen am Bildschirm, beziehungsweise auch dann weitergeben, liken, sharen, sodass dann auch die Zuschauer, mehr Zuschauer erreicht werden. Ja, den heutigen Tag werden wir mit zwei Impulsvorträgen beginnen. Wir erhoffen uns da auch eine spannende Informationsvorlage für die anschließende Podiumsdiskussion, die wir heute im TGZ in einem Hybridmodus, das heißt, wir sind die Referenten und die Gäste in der Podiumsdiskussion werden heute hier vorwiegend im TGZ sein, mit einer leichten hybriden Komponente. Das heißt, ein Referent wird dann zugeschaltet sein. Und auch unser erster Grußwortredner wird auch per Videoschalte zu uns kommen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne darauf hinweisen, dass wir mit dem heutigen Tag die Veranstaltung beginnen. Und sie adressiert unterschiedliche Zielgruppen. Zum einen die Kommunen, zum anderen die Unternehmen und zum dritten auch die Bürgerinnen und Bürger. Denn wir wollen uns einer Frage heute zuwenden, die uns alle bewegt. Wir wissen, dass die Energiewende unaufhaltsam kommt. Sie nimmt immer mehr Gestalt an, in kleinen Dingen wie der Wegfall von der Glühbirne bis zu großen Entscheidungen wie das Aufgeben der Kohleverstromung, was ja unsere Region in besonderer Weise treffen wird. Und wir wollen uns den Herausforderungen stellen. Darüber werden wir heute diskutieren und in den Foren, Fachforen, die morgen stattfinden werden, auch im Online-Bereich auf YouTube, wollen wir aber konkrete Lösungsansätze erörtern und uns der Frage hinwenden, was können wir vor Ort tun, wie können wir die Potenziale der Region heben und das Beste daraus machen. Ja, ich möchte noch kurz einen organisatorischen Hinweis loswerden. Sie können uns gerne Fragen stellen, nicht über den YouTube-Chat. Wir haben einen extra Kanal dafür geschaltet, auf der Internetseite Slido. Die Adresse lautet www.sli.do/de. Ich wiederhole www.sli.do/de. Wenn Sie dort ein Kennwort eingeben, ein Eventcode Energieforum, dann sind Sie drin in unserer Veranstaltung und dort können Sie Ihre Fragen stellen an die Referenten, an uns und wir werden uns dann bemühen, im Laufe der Veranstaltung auf diese Fragen einzugehen. Ja, eine Besonderheit eines solchen Tools ist es, dass die Fragen auch mit Likes versehen werden können und die Fragen, die die meisten Likes bekommen, werden auch nach oben gehievt und haben dann natürlich auch mehr Chance, auch hier in den Gästen und den Referenten gestellt zu werden. Ja, ich denke, fürs Erste genug der Vorrede. Ich würde mich freuen, ich freue mich sehr, dass ich jetzt unseren ersten Grußwortredner ankündigen kann. Der Landrat Harich steht bereit, leider nicht hier vor Ort. Er ist auf der Autobahn stecken geblieben. Er hat angehalten, hat eine kurze Botschaft spontan gedreht. So ist die Welt heute. Wir können das auch von unterwegs machen und er wird uns jetzt gleich per Videoschalte begrüßen. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider kann ich heute Abend nicht in Bautzen sein. Ein Termin hier in Potsdam hat mich aufgehalten, sodass ich die Zeit einfach nicht schaffe. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich heute hier diese Art und Weise wähle, um Sie zu grüßen.
Klimaschutz und Energiewende sind in aller Munde. Klimaschutz und Energiewende sind auch notwendig, um die Veränderungen, die wir alle und nicht nur bei uns hier in Deutschland spüren, ein Stück zu beeinflussen. Vieles davon ist menschengemacht und darum geht es. Der Landkreis Bautzen hat bereits 2012 ein Klimaschutzkonzept erstellt. Er hat Verkehrskonzepte erstellt, um insbesondere aus den Bereichen Verkehr Einsparungen möglich zu machen. Wir sind dabei, uns die Gebäudesubstanz anzusehen, um durch Veränderung im Bereich der Dämmung, bei der Haustechnik entsprechende Einsparungen zu erreichen, die uns wirtschaftlich weiterhelfen, die aber auch dem Klima nützen. Hier in der Region sind wir in besonderer Weise vom Kohleausstieg geprägt. Wir sollten diesen Strukturwandel nicht nur als Problem, sondern als große Chance begreifen, als Chance, innovative Energieerzeugung nach vorne zu bringen, um auch perspektivreiche Arbeitsplätze zu schaffen. Natürlich sind wir in Deutschland nur 1% der Weltbevölkerung. Und wir sind als Landkreis ein Teil des Ganzen und haben nicht den Anspruch, das Weltklima hier zu retten. Wir brauchen Zusammenarbeit in Europa, aber auch global, um eben auch die Pariser Ziele zu erreichen und das zu tun, was wir als Menschen tun können. Die heutige Konferenz hier in Bautzen, die 7., wird einen guten Beitrag dazu leisten, um uns Orientierung zu geben, Orientierung dafür, wie wir uns künftig im Bereich der Ressourcenschonung, der Innovation entwickeln, um eben unseren Nachfahren eine gesunde und saubere Umwelt übergeben zu können. In diesem Sinne wünsche ich gute Gespräche, gute Erkenntnisse und viel Erfolg bei der heutigen Veranstaltung. So, vielen Dank an Herrn Harig für das Grußwort. Bevor ich meinen zweiten ehrenwürdigen Grußwortredner ankündige, vielleicht noch ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Das Energieforum ist ja eine Veranstaltung, die nicht nur vom TGZ und nicht nur von der Energieagentur veranstaltet, organisiert wird, sondern ein Gemeinschaftswerk ist von mehreren Akteuren. Und da würde ich gerne vor allem unsere Partner nennen, die Energie- und Wasserwerke Bautzen, die Staatliche Berufsakademie in Bautzen und den Technologie- und Förderverein e.V. hier in Bautzen. Wir veranstalten dieses Format seit einigen Jahren schon gemeinsam und Sie als Zuschauer werden das auch heute erfahren. Der Herr Kaufmann von der EWB wird auch hier den zweiten Teil führen und die Podiumsdiskussion leiten. Und auch morgen werden auch die Vertreter der anderen Partner auch zu Wort kommen in unseren Fachforen. An dieser Stelle noch ein Dankeschön für die Unterstützer und Sponsoren, die auch mit einem Geldbeitrag hier zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Das ist die Kreissparkasse Bautzen, das ist die PEWO Energiewirtschaft GmbH und der VDE Dresden e.V. sowie die Jados GmbH. Vielen Dank an der Stelle für die Unterstützung und ich bitte jetzt Herrn Oberbürgermeister Ahrens um das Grußwort. Ja, vielen Dank, Herr Paduch. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zunächst mal im physischen Raum, aber eben auch im virtuellen Raum. Diese neuen Formate, die wir ja nun alle kennen, wir kennen auch alle mittlerweile den Begriff überzoomt, was das bedeutet, ist auch immer wieder mit Neuerungen versehen. Für mich zum Beispiel war es völlig neu, das vorhergehende Grußwort von Michael Harig gar nicht hören zu können. Ich habe ihn nur auf dem Bildschirm gesehen, habe aber keinen Ton dazu gehabt. Insofern sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt vielleicht was doppele mit dem Michael Harig. Das 7. Energieforum steht mal wieder besonders im Fokus, weil die praktischen Herausforderungen eigentlich immer bewusster werden. Es gibt immer mehr Menschen, denen klar wird, dass das Thema Energiewende nicht irgendwas Abstraktes ist, sondern dass das auch was mit dem eigenen Leben zu tun hat. Und es geht weit über die Frage der Kraftstoffpreise hinaus oder der Heizölpreise.
Dem ländlichen Raum wird ja gerne nachgesagt, er sei nicht so technologieaffin oder nicht so fortschrittsaffin. Das haben wir hier in Bautzen schon eindrucksvoll widerlegt, insbesondere durch den Einsatz von Michael Harich im Bereich der Glasfaserkabelverlegung. Da werden wir der erste Landkreis sein, deutschlandweit, der das flächendeckend erreicht haben wird. Aber auch im Bereich Energiewende, im Bereich alternative Energien gibt es hier eine Reihe von positiven Beispielen. Wir haben ein vor einigen Jahren neues Energiezentrum hier gebaut, das die Stadt mit Fernwärme versorgt. Die städtischen Einrichtungen, wie zum Beispiel das Rathaus, aber auch Verwaltungsgebäude, hängen da logischerweise auch dran. Und das ist nicht einfach nur irgendein Fernheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird, so ist es im Moment, sondern es ist schon so ausgelegt, dass auch zukünftige grüne Energieträger, wie zum Beispiel, das ist jetzt nicht unmittelbar vorgesehen, aber es ist denkbar, wie zum Beispiel grüner Wasserstoff oder grüner Ammoniak oder was auch immer, der jedenfalls durch Windkraft, durch Sonnenenergie, wie auch immer erzeugt wird, könnte da als zusätzliche Energiequelle eingebaut werden und man müsste noch nicht mal den Betrieb unterbrechen, denn es ist einfach schon so vorgesehen worden. Das sind sozusagen Beispiele aus der kommunalen Ebene, wie wir sowas tatsächlich in die Praxis mit umsetzen und in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Aber ich sehe es auch an mir selber als Privatperson. Wir sanieren gerade ein Haus für uns selber und wir wollen tatsächlich dieses Haus mit Geothermie heizen, also sprich mit einer Erdsonde, die dann über eine Wärmepumpe das Haus mit Wärme versorgt. An dem Standort, wo wir das vorhaben, ist das möglich. Da gibt es dann natürlich eine kleine praktische Schwierigkeit. Die Termine für die Bohrungen sind bis zum nächsten Sommer ausgebucht. Das heißt, unser eigentliches Vorhaben, vielleicht noch im Winter einziehen zu können, wird allein dadurch konterkariert. Aber das macht man doch gerne, weil es tatsächlich auch wirtschaftlich für mich oder uns selber etwas bringen wird. Das rechnet sich. Und da sind wir, glaube ich, an einem ganz entscheidenden Punkt. Es wird ja zurzeit viel darüber diskutiert, ob wir vielleicht bald eine grüne Bundeskanzlerin haben. Es wird viel darüber geredet, wie schlimm das Programm der Grünen sei. Und ich selber bin jetzt nicht so ein großer Fan von diesem Programmentwurf, weil er mir einfach zu viel Staatsdirigismus enthält. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie setzen wir das um, was wir eigentlich alle wissen, nämlich, dass wir unsere Energien anders beziehen müssen, als einfach nur über Kraftstoffe bzw. fossile Energieträger, wie wir das aus der Vergangenheit kennen. Wie kommen wir dahin? Und eins für mich vorweg ist persönlich klar, mit Staatsdirigismus werden wir das nicht erreichen, aber wir müssen Mittel und Wege finden, dass die Menschen ein Eigeninteresse daran haben. Und das Eigeninteresse ist, so ist der Mensch nun mal veranlagt, im Regelfalle auch wirtschaftlich begründet. Allerdings, das ist die gute Nachricht, es ist mittlerweile soweit, dass wir in vielen Bereichen tatsächlich entweder schon das wirtschaftliche Interesse erreichen können oder an der Schwelle stehen, in vielen weiteren Bereichen die Technologie so weiterzuentwickeln, dass es sich für den Endverbraucher, für den Eigennutzer tatsächlich auch rechnet. Ich denke, auch in diesem Bereich wird das Energieforum eine Reihe von Anregungen bieten. Und ja, auch aufgrund dessen, was ich zum Eingang gesagt habe, dass ich den Michael Harich persönlich jetzt gar nicht hören konnte, freue ich mich auch ganz sehr darauf, dass wir in absehbarer Zeit sicherlich wieder Präsenzveranstaltungen werden durchführen können. Die sind mir doch alle mal lieber, auch wenn die technischen Voraussetzungen heutzutage da sind und das ja auch rein technisch gut funktioniert, ist mir so eine Präsenzveranstaltung alle mal lieber. Ich freue mich aber über jede und über jeden, der am Bildschirm dabei ist und jetzt schon gespannt darauf ist, was ist inhaltlich zu erwarten, welche Perspektiven gibt es von der Kommune über das Unternehmen bis hin zu den Endverbrauchern, zu den Privatmenschen, die eben an der Energiewende eben auch einen ganz wichtigen Anteil haben können. Insofern jede und jeder, der sich dafür interessiert, herzlichen Dank von mir. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, was das angeht. Wir müssen alte Gewohnheiten über Bord werfen. Aber auch dazu wird dieses Energieforum, glaube ich, viele Anregungen liefern. In diesem Sinne, vielen Dank den Veranstaltern. Es ist ein extrem wichtiges Thema, von dem wir langfristig profitieren werden, wo wir aber auch einen langen Atem brauchen, diese Umsetzung tatsächlich anzugehen. In diesem Sinne, allen Beteiligten herzlichen Dank, viel Erfolg und viel Spaß. Danke. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister Ahrens. Ja, Sie sind dann als Vertreter der Stadt Bautzen hier am morgigen Tag vielleicht auch gefragt, unserem Forum beizuwohnen oder vielleicht einen Mitarbeiter dort hinzuschicken, denn es werden auch kommunale Fragen beantwortet und Themen angesprochen, was können Kommunen heute erreichen, aber auch als Privatbürger. Ich habe gehört, Sie wollen sanieren, auch morgen ab 18 Uhr in unserem Forum
für Bürgerinnen und Bürger werden wir uns vor allem dieser Frage stellen. Wie kann heutzutage ein sinnvoller energetischer Umbau eines Hauses, einer Wohnimmobilie erfolgen? Das sind Themen, die wir uns dann morgen beschäftigen werden. Und heute darf ich jetzt nach den Großworten unsere inhaltliche Runde einleiten mit zwei Impulsvorträgen. Ich freue mich, Herrn Dr. Nils Geisler zu begrüßen. Er ist Abteilungsleiter für Energie- und Klimaschutz im Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. In dieser Position leitet er seit 2020 die neu gegründete Abteilung, war aber auch viele Jahre vorher schon in den Ministerien des Freistaates und auch in der Staatskanzlei tätig und auch einige Jahre im Bereich nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Bildung für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit auch im asiatischen Raum tätig. Ja, die Frage, die uns bewegt als Energieagentur, aber auch als Bürger des Freistaates ist, wie geht es hier mit dem Energie- und Klimaprogramm weiter in Sachsen? Wir wissen, dass dieses Programm Gegenstand der Koalitionsgespräche war, in der Diskussion gewesen ist und vor kurzem das Licht der Welt erblickt hat. Und wir freuen uns, hier auch darüber Erkenntnis zu gewinnen. Herr Dr. Nils Geisler wird uns über Internet online zuschalten. Ich hoffe, dass die Schalte gut läuft. Ich gebe dann ab an die Regie. Vielen Dank. Ja, Sie können beginnen. Die Kamera ist zugeschaltet. Okay, die Stimme ist zu hören. Bitte schön, Herr Dr. Geisler. Vielen Dank, Herr Paduch, sehr geehrter Oberbürgermeister Ahrens, sehr geehrte Damen und Herren. Ich wäre tatsächlich auch lieber nach Bautzen gekommen, aber die Umstände lassen das im Moment noch nicht so wirklich zu. Hoffe, dass wir das bei einem vielleicht 8. Bautzen Energieforum dann mal einrichten können. Ich habe mich selber die Einladung gefreut. Sie haben mir ein großes Thema gegeben, über die sächsische Energie- und Klimapolitik zu sprechen. Was ich gerne tun will, ich werde auch gleich eine PowerPoint dazu zeigen. Und natürlich ist die Flughöhe gewissermaßen etwas höher als die sehr konkreten Beispiele, die auch Herr Ahrens gerade benannte, vielleicht nur so am Rande eher anekdotisch. Hier auf dem Nachbargrundstück habe ich vorhin einen Bautzner Handwerker gesehen, der mit Wärme, Elektrik und Solar warb auf seinem Auto. Das nur mal so am Rande. Also vielleicht sollen Sie den mal ansprechen. Darf natürlich keine Schleichwerbung machen. Aber das Thema der Arbeitskräfte und der Unterstützung der Energiewende und auch der Klimaschutzthemen ist auf jeden Fall natürlich hochrelevant. So, jetzt würde ich gerne meinen Bildschirm teilen. Jetzt wird mir mal gesagt, der Host hat die Freigabe des Bildschirms deaktiviert. Das würde ich Sie bitten, dann noch einzurichten. Sonst kann ich nämlich hier keinen Bildschirm teilen. Hören Sie mich? Kann zur Not auch ohne die PowerPoint sprechen, aber das wäre vielleicht schade. Noch nicht, ja. So, jetzt scheint es zu gehen. Genau. Ja, wir sehen jetzt die Präsentation. Wenn Sie mir das kurz signalisieren, ob Sie was sehen, wunderbar. Dann steigen wir jetzt mal ein mit der eigentlichen PowerPoint. Also herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich will vielleicht, um das auch ein bisschen runterzubrechen, wozu möchte ich sprechen? Ich werde Ihnen ganz kurz einen Überblick geben über diese neu gegründete Abteilung. Warum, sage ich dann gleich, das hat schon eine gewisse Relevanz. Ich werde dann erläutern, wie es zur sozusagen die kleine kurze Entstehungsgeschichte des EKP, das in der Tat vor 14 Tagen durch das sächsische Kabinett
erst verabschiedet wurde. Will dann auf die wesentlichen Inhalte eingehen, versuchen das auch mal ein Stück weit runterzubrechen für Kommunen, aber auch Unternehmen und dann auch etwas sagen zum weiteren Umsetzungsprozess. Und stehe natürlich dann sehr gerne auch für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Ja, die neue Abteilung, das war eine der Festlegungen im Koalitionsvertrag der neuen Staatsregierung, die ja Ende 2019 ihre Arbeit aufgenommen hat. Vorher gab es im Wirtschaftsministerium ein kleines Referat, das sich mit Energiethemen beschäftigt hat, und im Umweltministerium ein kleines Referat, das sich mit Klimaschutzthemen beschäftigt hat. Hier wurde jetzt in dieser Form neu gegründeten SMEKUL, also Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, eine ganze neue Abteilung geschaffen. Und habe die Ehre, diese nicht nur leiten zu dürfen, sondern vor allem auch am Aufbau mitgewirkt zu haben. Und wir haben, Sie sehen hier die 5 Referate, die Schwerpunktthemen, mit denen wir uns beschäftigen. Und Energie- und Klimapolitik ist natürlich so ein übergreifendes Thema, aber die dann folgenden Themen rund um Technologien, erneuerbare Energien, aber auch die Energiewirtschaft sind sehr relevant, sehr lebensnah, genauso wie auch das Thema des Klimaschutzes oder der Klimaanpassung. Komme ich gleich mit ein paar konkreten Beispielen noch dazu. Sie sehen hier mal im Überblick die verschiedenen Themen, an denen wir arbeiten. Ich will da gar nicht auf alle im Detail eingehen, wie wir zum Ausbau der erneuerbaren Energien kommen. Da sage ich gleich in Bezug auf das EKP noch etwas dazu. Das Thema des Wasserstoffs, Herr Ahrens nannte es eben auch als Thema, das beschäftigt uns auch sehr, sehr stark, hat auch mich, muss ich sagen, seit ich diese Aufgabe genommen habe, mit am meisten beschäftigt. Es ist ein geradezu gehyptes Thema, das aber auch perspektivisch, glaube ich, seine Berechtigung hat. Vielleicht jetzt nicht im Jahr 2021 und 2022, aber jetzt werden natürlich zum Teil die Weichen gestellt, und da gilt es auch auf Landesebene mitzudenken, mitzuplanen und sich auch im Bund entsprechend Gehör zu verschaffen. Da sind wir sehr aktiv dabei. Wir sind aber auch natürlich mit vielen Forschungs- und Innovationsthemen oder daran beteiligt. Wir fördern einige Energieforschungsthemen. Wir haben über die SAENA einen sehr wichtigen Partner, der auch für die Kommunen ja im Bereich Beratung eine ganz wesentliche Rolle übernimmt. Im Moment sind wir dabei, eine Verordnung vorzubereiten, die die Förderung von Photovoltaik in Freiflächen ermöglicht. Auch das sind nochmal Geschäftsfelder, die für den einen oder anderen Unternehmer oder aber auch Landwirt durchaus interessant sein können. Ja, und all das wird sozusagen umgarnt, will ich mal sagen, von dem Thema Akzeptanz und Beteiligungsmanagement, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ja, dass wir die Menschen bei diesem Veränderungsprozess, das klang beim Landrat eben auch schon an, dass wir die auch wirklich mitnehmen, ja, dass wir Dinge erläutern, dass wir Dinge erklären, dass wir Zusammenhänge deutlich machen. Beim EKP haben wir sehr viel Zeit darauf verwandt, die Zusammenhänge und Auswirkungen des Klimawandels auch auf wissenschaftlicher Basis darzulegen. Das ist ein Kapitel, das ist, glaube ich, insgesamt wirklich gut gelungen. Da gab es auch von Seiten der anderen Ministerien, auch der Verbände, wenig zu mägeln, sondern da wurde gesagt, gut, also in der Form haben wir das so für Sachsen runtergebrochen, auch noch nie aufbereitet gesehen. Und das ist sozusagen die Ausgangslage, ne? Die Bedingungen bezogen auf konkrete Umweltbedingungen, ob das Wasserthema ist. Gerade der Osten Sachsens ist ja eine sehr vergleichsweise trockene Region, und da schlägt der Klimawandel gewissermaßen auch, muss man leider sagen, dann voll zu. So vielleicht mal so im ganz groben Überblick zu den Themen, an denen wir arbeiten. Und dann komme ich jetzt mal auf zwei, drei Folien gleich zum eigentlichen EKP. Der Hintergrund ist natürlich die internationale Ebene. Landtag Harig nannte eben auch das Pariser Klimaschutzabkommen. Das bindet ja uns alle, egal wie viel Anteil wir sozusagen an den globalen Erwärmungen haben. Auch dort hat das Bundesverfassungsgericht vor kurzem das sehr deutlich gemacht, dass dieses Kleinreden von prozentualen Anteilen uns nicht der Pflicht enthebt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch einen konkreten Beitrag im Sinne der Generationengerechtigkeit, vor allem eben auch für die nachwachsende Generation, daran mitzuwirken und dem Klimaschutz, also daran aktiv mitzuwirken. Die EU-Ebene sieht zum Teil schon jetzt erhebliche Minderungen der Treibhausgase vor. Sie verlangt nach Richtlinien, die seitens der Mitgliedstaaten umzusetzen sind, einen erheblichen Ausbau auch der erneuerbaren Energien.
Es geht um das Thema Treibhausgasneutralität noch bis 2050. Die Bundesregierung hat jetzt ja in Folge des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts das Jahr 2045 sogar schon als Zieldatum formuliert. Das sind sehr ambitionierte Ziele, das darf man schon so sagen, die ein Mitwirken auf allen Ebenen verlangen und insbesondere eben auch auf der Landesebene. Ja, wir haben einen Auftrag gehabt aus dem Koalitionsvertrag, auch das klang eben an. Das EKP, das alte, stammte noch aus dem Jahr 2012, 2013, war unbedingt anzupassen. Kernpunkte neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien, das schon erwähnte Thema des Beteiligungs- und Akzeptanzmanagements, aber eben auch die Entwicklung einer Wasserstoffstrategie. Man war im Herbst 2019 so optimistisch und ambitioniert zu sagen, na, das schaffen wir bis zum Sommer letzten Jahres. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Der eine war sicherlich der Grund, weshalb ich jetzt auch hier sitze und nicht bei Ihnen in Bautzen, nämlich die Pandemie. Das ist ganz klar, das hat viele Prozesse enorm verlangsamt. Aber ich mache auch keinen Hehl aus der Tatsache, dass es schon auch ein zähes Ringen innerhalb der Staatsregierung war, dieses EKP mit seinen teilweise doch auch sehr konkreten Maßnahmen und Zielen gemeinsam zu vereinbaren. Wir waren als Ministerium federführend, haben, also ich glaube, die halbe Abteilung hat also wirklich auch daran sehr, sehr intensiv mitgewirkt, aber eben auch viele andere Ministerien, allen voran das Ministerium für Regionalentwicklung, Ministerium für Wirtschaft und Arbeit. Die Staatskanzlei hat auch stets sozusagen einen Blick darauf gehabt. Es gab eine umfassende Verbändebeteiligung im letzten Herbst und jetzt eben, wie erwähnt, vor genau 2 Wochen der Kabinettsbeschluss. Ist also ein Programm nicht des MEKUL, sondern der sächsischen Staatsregierung, das das Jahr 2021 trägt, aber inhaltlich, und das ist auch für Sie, glaube ich, wichtig zu wissen, eine Zielrichtung Richtung 2030 hat. Also es soll wirklich die Energie- und Klimaschutzpolitik der nächsten rund 10 Jahre beschreiben. Ja, was sind nun die wesentlichen, wie ist es aufgebaut, was sind die wesentlichen Inhalte? Und sehr gerne können wir einzelne Themen dann auch in der Fragerunde dann noch vertiefen. Klar, dass wir uns mit den schon zuvor erwähnten Rahmenbedingungen und sozusagen Vorlagen der europäischen, internationalen, aber auch der bundesdeutschen Ebene, dass wir uns damit beschäftigt haben. Wir haben verschiedene Leitlinien und auch Strategien, die Bezug nehmen auf vorhandene Strategien, aber die teilweise eben auch neue beschreiben, aufgenommenes Papier. Wir haben dann aber auch, und da komme ich gleich mal zu, verschiedene Handlungsfelder. Zu den Strategien zunächst. Genau, also die Strategien und die Handlungsfelder möchte ich besonders hervorheben. Bei den Strategien geht es im Kern um 6 Teilstrategien. Und die Grundlage der sächsischen Energieversorgung, das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, weil auch natürlich die Landkreise Görlitz und Bautzen Kernregionen des Energiewende-Themas und des Kohleausstiegs ja sind. Grundlage für auch die sächsische Energieversorgung ist das bekannte Zieldreieck aus Wirtschaftlichkeit, aus Versorgungssicherheit und aber eben auch Klima- und Umweltverträglichkeit. Und vor diesem Hintergrund haben wir 6 Teilstrategien im Blick. Da geht es zum einen um das Thema der Steigerung der Ressourcen und Energieeffizienz. Das ist ein Thema, das lässt sich dann sehr konkret runterbrechen. Ja, wenn Sie die Ertüchtigung von Gebäuden denken, aber auch die Nutzung von Abwärme, verschiedene andere Maßnahmen, die mit sozusagen der Optimierung des Einsatzes und des Verbrauchs von Energie zusammenhängen. Es geht, das ist in der Praxis dann teilweise wirklich auch schwierig umzusetzender Teil, da muss man auch ehrlich sein, um den Ausbau und die Erzeugung, Ausbau der Erzeugung und Nutzung der erneuerbaren Energien. Da komme ich gleich nochmal zu. Es geht um das Thema der Versorgungssicherheit. Das betrifft übrigens nicht nur das Thema Energie, sondern, Stichwort hatte ich schon genannt, auch das Thema Wasser. Ja, das ist auch sozusagen eine staatliche Aufgabe, die Wasserwirtschaft im Blick zu haben und auch eine ausreichende Energieversorgung sicherzustellen. Das muss man so sagen, ist in Deutschland im Moment kein ernsthaftes Problem. Wir haben eine exzellente Versorgung sowohl mit Energie als auch mit Wasser. Aber wenn wir nach vorne schauen, in die Zeit von 10 oder 20 Jahren von heute ausgerechnet, dann wird es da schon Herausforderungen geben. Es geht auch um das Thema Sektorenkopplung. Ich nehme an, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind vom Fach. Deshalb muss ich das, glaube ich, nicht großartig erklären, worum es da geht. Vielleicht nur ganz kurz das Stichwort. Wie wandle ich etwa Strom
idealerweise natürlich erneuerbar erzeugt oder Gase, grüne Gase in andere Energieformen um? Wie kann ich etwa eine Wärmepumpe, eine elektrisch betriebene Wärmepumpe im Haus nutzen, ja, um sozusagen CO2 statt mit dem fossilen Erdgas Wärme ins Haus zu befördern? Ja, das ist immer so ein ganz konkretes Beispiel. Ein anderes Beispiel, natürlich sehr bekannt und zunehmend nicht mehr umstritten, glaube ich, Elektromobilität. Also auch dort die Wandlung von elektrischer Energie in quasi batteriebetriebener Antrieb eines Fahrzeuges. Es geht aber natürlich auch, und das ist auch ein zunehmendes Thema für die Kommunen, um die Frage, wie passen wir uns an die schon wahrnehmbaren Folgen des Klimawandels an. Ich nenne da mal so ein Stichwort: Stadt Grün, aber auch Stadt Blau. Ja, wie schaffe ich es sozusagen, Retentionsflächen im Fall, also Rückhalteflächen im Fall von Starkregenereignissen zu schaffen, dass das Wasser nicht sofort versickert oder gar einfach verdampft, sondern wie kann ich das sozusagen sinnvoll halten? Wie kann ich aber auch Flächen der Erholung, Rückzugsgebiete auch für die Bevölkerung, also Stadt Blau meint da zum Beispiel einen Brunnen, ja, den man vielleicht reaktiviert, um sich abzukühlen, ja, um sich zu erfrischen, jetzt gerade im Sommer. Das sind ganz konkrete Beispiele, die auch dann mit dem Thema Gesundheit wiederum zusammenhängen. Insgesamt, und das ist quasi so ein Querschnittsthema, das zieht sich durch alle Themen, geht es auch darum, das Wissen, das vorhanden ist, das wissenschaftlich wirklich gut fundiert ist inzwischen, zu vermitteln, zu verbreiten, sei es über Schulen, aber auch über kommunale Informationssysteme. Der eine oder andere von Ihnen kennt vielleicht das REKIS-System. Das hat sozusagen auf Kommunen ganz konkret bezogen auch verschiedene Klimaschutzdaten verfügbar, dass man da sozusagen auch von guten Beispielen anderer Gemeinden lernen kann. Ja, soviel zu den wesentlichen Strategien. Was sind nun die Handlungsfelder? Ich hatte gesagt, ich lege einen Schwerpunkt auf diese beiden Punkte im Rahmen des Energie- und Klimaprogramms. Wir haben uns auf 9 Handlungsfelder verständigt, auch mit den anderen Ministerien. Ich will die jetzt nicht alle in großer Breite erläutern, aber vielleicht doch Ihnen so einen kurzen Einblick verschaffen dahin, was dort jeweils steht. Dieses Energie- und Klimaprogramm, das vielleicht jetzt habe ich nicht genannt, das hat so rund 110 Seiten. Ist also schon recht inhaltsstark und wir bewegen uns immer noch auf überwiegend der strategischen Ebene. Also das heißt, allein das zeigt, dass wir hier wirklich viel Material versammelt haben, was im Weiteren dann, und da komme ich gleich nochmal zu, dann auch natürlich noch konkrete Umsetzungsschritte zu überführen ist. Zwei, drei Themen oder drei, vier vielleicht hervorgehoben. Einmal die klimabewusste Landesverwaltung. Wir haben gesagt, wir müssen natürlich als Landesverwaltung mit rund 90.000 Bediensteten und auch vielen Liegenschaften auch mit gutem Beispiel vorangehen. Da geht es um die Themen rund um Gebäudemanagement. Ja, wie können wir sozusagen die vorhandenen Landesliegenschaften etwa ertüchtigen durch Photovoltaik, aber auch Schützung von Biodiversität spielt da eine Rolle, also Begrünung von Dachflächen etwa. Die können wir aber auch im Bereich so der Gebäudesanierung, Energieeffizienzmaßnahmen unterstützen. Das ist ein Block. Ein zweiter dreht sich um das Thema Beschaffung. Ja, wie kann man dort auch CO2-bewusster unterwegs sein, indem man bestimmte Dinge entweder gar nicht erst anschafft oder aber, wenn man sie schafft, anschafft, dann sozusagen auf den CO2-Fußabdruck schaut. Das scheint uns auch ein wichtiger Punkt. Und der dritte ist das Thema Mobilität. Da geht es einmal darum, und da muss man sagen, gab es jetzt ja wirklich einen Digitalisierungsschub. Das haben Sie sicherlich verfolgt, der die eine oder andere Dienstreise für eine Beratung von 90 Minuten vielleicht künftig entbehrlich werden lassen wird. Dadurch kann man viel CO2-Ausstoß einsparen. Aber es geht im Weiteren natürlich auch darum, den Landesfuhrpark, der auch einige tausend Fahrzeuge umfasst, sozusagen zu ertüchtigen und auch insbesondere auf Batterieantrieb, vielleicht aber auch sogar an einer Stelle Wasserstoff, brennstoffzellengetriebene Fahrzeuge umzurüsten. Beim Thema kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung, da hatte ich schon ein paar Beispiele genannt. Das ist aus unserer Sicht auch ein ganz wesentlicher Punkt. Herr Ahrens wird es wissen, es ist keine Pflichtaufgabe der Kommunen. Ich möchte was sagen, noch nicht, ja, wobei man natürlich auch darüber diskutieren kann, ob sozusagen das Thema der Daseinsvorsorge
als Pflichtaufgabe nicht auch denknotwendig, dass das Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung umfassen muss. Mir ist sehr bewusst, dass das erhebliche Kostenimplikationen zum Teil hat. Deshalb will ich da gar nicht so viel tiefer unmittelbar einsteigen. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch niedrigschwelligere Themen und Angebote, sei es die Prämierung oder auch Honorierung von verschiedenen Ansätzen. Wir haben auch über den Einsatz von EU-Mitteln zum Beispiel das kommunale Energiemanagement unterstützt. Wir haben verschiedene Preise ausgelobt und vergeben für besonders klimabewusst tätige Kommunen. Und der Ernst hat es vorhin so schön gesagt, es muss sich rechnen und es wird sich rechnen. Wir haben Beispiele, dass kommunale Energiemanager, die sehr genau sozusagen auf die investierte Energie in der Kommune achten, dort substanzielle Einsparungen ermöglichen innerhalb von wenigen Jahren und sich sozusagen dann schon diese Einstellung dieses Energiemanagers relativ schnell auch wiederum bezahlt macht, ja, mal ganz abgesehen von dem positiven Klimaschutzeffekt. Aber es geht auch hier um das Thema Kommunikation, Austausch und aber nicht zuletzt, wir sind im Moment dabei, eine neue EU-Förderperiode von 2022 bis 2029 zu programmieren. Und da werden, das kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen weiter ausführen, auch verschiedene komplexe Maßnahmen der Kommunen im Bereich Energie, Effizienz, Energieeinsparung, Gebäudemanagement gefördert werden. Energieversorgung ist natürlich ein Kernthema des EKP. Das war, darf ich so sagen, auch mit der umstrittenste Punkt. Wie groß ist der Anteil der Windenergie im Verhältnis zur Photovoltaik? Gibt es eventuell noch Potenziale im Bereich Biomasse oder aber auch im Bereich Wasserenergie? Und das sind, Sie merken es natürlich erstmal nur die erneuerbaren Energien. Was bestimmte Grundlastfragen angeht, werden wir natürlich auch weiterhin auf Erdgas in einem Übergangszeitraum setzen müssen. Aber wenn ich von Gasen spreche, dann bin ich eben dann tatsächlich irgendwann auch beim Wasserstoff. Aber auch dafür, damit dieser sozusagen grün produziert werden kann, brauche ich natürlich auch erneuerbare Energien. Also insofern dreht sich das da ein Stück weit dann im Kreis oder verstärkt sich, nachdem wie man es betrachten möchte. Ja, die anderen Themen möchte ich gar nicht so intensiv beleuchten jetzt hier. Ich glaube, die meisten sind dann auch relativ naheliegend. Natürlich ist das ein großes Thema für Industrie und Gewerbe. Wir sehen da und ob das jetzt dirigistisch oder ermöglichend ist, das muss man dann sich im Detail anschauen. Ich glaube, dass die CO2-Bepreisung ein Instrument ist, das sehr wohl einen Anreiz schafft, bezogen auf sicherlich steigende Energiekosten auch in klimaneutrale Produkte oder auch Produktionskreisläufe zu investieren. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist dann ganz, ganz wesentliches. Da sehen wir große Potenziale und ich glaube auch gerade, dass das Lausitzer Revier, zu dem ja der Landkreis Bautzen auch zählt, da erhebliche Potenziale bietet. Ein hochspannender Punkt, wie ich finde. Ja, die anderen Themen sprechen, glaube ich, im Wesentlichen für sich oder habe ich zum Teil auch schon erwähnt. Da würde ich jetzt mal nicht noch mehr zu sagen, wenn es da Fragen zu gibt, sehr gerne. Ja, ich hatte das erwähnt und Sie sehen sie nochmal, die vier Hauptenergieträger im Bereich der erneuerbaren Energien. Das sind jetzt sozusagen die Ausbauziele, die wir bis 2024 als Zwischenziele vereinbart haben. Also doch ein substanzieller Zubau von 2 Terawatt im Bereich Wind. Wenn man das mal runterbricht, weil das kann sich vielleicht auch nicht jeder sofort vorstellen, was bedeutet das eigentlich, wie viele Anlagen muss ich mir da vorstellen? Haben wir eine Verspargelung der Landschaft zu befürchten? Nein, sehe ich nicht so. Wenn man eine effiziente Anlage sich vorstellt, dann reden wir hier über den Daumen 300 neue Anlagen über Sachsen verteilt. Das scheint uns bei der Fläche, die Sachsen dann doch hat, und auch verschiedenen windhöfigen, also besonders günstigen Standorten durchaus möglich. Wichtig aber an der Stelle, das ist völlig klar, Beteiligung der Gemeinden auch an den Erträgen. Und das ist eine Sache, die hat auch das EEG, das Erneuerbaren Energiegesetz, zuletzt Ende letzten Jahres nochmal verstärkt, diesen Punkt. Ja, Sie sehen auch im Bereich Biomasse sogar ein leichter Rückgang. Ein großer Schub sicherlich im Bereich Photovoltaik. Das ist, glaube ich, auch für viele von Ihnen interessant, sei es als Privatperson oder aber auch als Unternehmer, weil es da auch eine gewisse Renaissance gerade in Sachsen gibt. Hier in Dresden haben wir etwa SolarWatt als Unternehmen, so im Premium-Segment darf man vielleicht sagen, mit jetzt auch neu einem interessanten Speicheransatz.
wollte ich Unternehmen gar nicht benennen, aber ich mache es trotzdem mal. Meyer Burger hat vor 2 Wochen eine aufgelassene Fabrik aus dem ersten sozusagen PV-Boom der Nullerjahre von vor rund 20 Jahren übernommen und wird jetzt sozusagen auch im Weltmaßstab bifaziale, also hocheffiziente PV-Module herstellen, also in Sachsen erzeugen. Und natürlich ist Sachsen selbst auch ein interessanter Absatzmarkt an verschiedenen Stellen. Und wir merken da schon eine neue Dynamik, auch durchaus gegen asiatische Konkurrenz, darf man so sagen, einfach aufgrund der Qualität der Anlagen, die hier und da ein bisschen teurer sind vielleicht, aber aufgrund der Langlebigkeit dann am Ende wahrscheinlich sich dann doch besser rechnen. Ja, und im Bereich Wasser, das ist in Sachsen kein wesentlicher Punkt, anders als zum Beispiel in Bayern. Sie liegt natürlich auch in den Bergen, aber da haben sie rund 13% der Energieerzeugung über Wasser, nur mal so eine Zahl. Gut, wie geht's weiter? Und damit komme ich schon so ganz langsam zum Schluss. Wir haben natürlich, und das ist jetzt sozusagen der strategische Punkt erreicht ist, dass wir jetzt dieses sehr gehaltvolle Strategiepapier haben, müssen wir das Ganze natürlich runterbrechen. Wir werden eine interministerielle Arbeitsgruppe bilden, nicht weil wir nicht anders weiterkommen, sondern weil es wichtig ist, auch alle Häuser tatsächlich mitzunehmen. Wir werden in meiner Abteilung eine entsprechende Geschäftsstelle einrichten. Und dann geht es natürlich darum, das Ganze sehr konkret runterzubrechen, auch sich zu überlegen, welche Kosten verursacht eine dann zu vereinbarende Maßnahme in den einzelnen Zuständigkeitsbereichen. Das ist also kein Thema des MECUL alleine, sondern sind natürlich auch andere Ministerien sehr intensiv involviert. Und es geht im Weiteren natürlich auch darum, ich habe jetzt hier geschrieben, Expertenbeteiligung. Dazu zähle ich explizit auch die kommunale Ebene, weil sie sind diejenigen, die das vor Ort dann auch umsetzen und mit Leben erfüllen können oder sollten. Und insofern werden wir sie da oder die Kommunen, die auch besonders innovativ unterwegs sind, auf jeden Fall gerne mit einbeziehen. Wir sind gehalten dem Landtag, aber auch dem Kabinett regelmäßig Bericht zu erstatten zu dem, was dort passiert. Das erste Mal im nächsten Sommer, also ein vergleichsweise kurzer Zeitraum für so eine komplexe Angelegenheit. Aber das zeigt auch, der Druck bleibt sozusagen hoch, da auch relativ schnell zu konkreten Punkten zu kommen. Wir werden das Monitoring an vielen Stellen fortentwickeln. REKIS, also das kommunale Informationssystem zum Klimaschutz. Das wird sicherlich weiterentwickelt. Das ist ja ein Modell, das auch mit anderen Bundesländern entwickelt wurde. Aber insgesamt auch das Thema Klimafolgenmonitoring, Emissionskataster. Wie können wir also auch sozusagen die einzelnen Treibhausgasemissionen in den verschiedenen Sektoren messen und darüber dann Bericht erstatten? Ja, und es soll auch ganz konkrete Vorschläge zum Thema Akzeptanz- und Beteiligungsmanagement geben. Wir werden noch in diesem Jahr bei der SAENA eine Kompetenzstelle für erneuerbare Energien einrichten, die für Rat sozusagen zur Verfügung stellt, die Wissen vermittelt, die aber auch durchaus Moderationsprozesse begleiten kann, wenn, das werden Sie auch so gut wissen wie ich, wenn es vor Ort sozusagen natürlich auch mal konfliktbehaftete Debatte darüber gibt, ob eine bestimmte Fläche für PV ausgewiesen werden soll oder eine Windenergieanlage gebaut werden soll. Ja, soweit. Jetzt schaue ich nochmal hier auf meinen Zettel. Ich glaube, das wäre jetzt für den Impuls zunächst mal alles. Ich bin gerne bereit, da auch noch vertieft einzusteigen bei einem oder anderen Thema. Ja, und freue mich auf Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Geißler, für den Rundumblick über das EKP, Energie- und Klimaprogramm des Freistaates. Ein weites Feld mit vielen Themen, dass es sich zu vertiefen lohnt, auch vor allem die Frage zu stellen, wie wird das alles in der Praxis umgesetzt. Wir werden sicherlich auch heute darüber sprechen und morgen in den Fachforen. Ja, wir schauen mal, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Ich darf erinnern, Fragen können gestellt werden über das Portal Slido, www.sli.do/de. Unter der Eingabe des Kennworts Energieforum können dort die Fragen gestellt werden. Und ich frage Herrn Bellmann von der Energieagentur, ob es schon Fragen gibt. Ja,
Herr Paduch, vielen Dank für die Moderation. Es gibt in der Tat Fragen. Es sind viele Fragen eingegangen. Wir können natürlich jetzt nicht alle beantworten. Ich würde am Anfang gern dem Dr. Geißler die Frage stellen, warum hat sich die Landesverwaltung nicht die Klimaneutralität als Ziel gesetzt? Beispiel Berlin. Das war eine Frage aus dem Publikum. Und ja, vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja, gerne. Also wir haben, das ist eine gute Frage. Bisher gab es da noch keinen Konsens, dass man dieses, darf man sagen, hohe Ziel unmittelbar vereinbart. Wir haben jetzt zunächst mal von der klimabewussten Landesverwaltung gesprochen. Das ist, würde ich mal, wenn man das jetzt so auch politisch qualitativ bewerten will, sagen, eine Vorstufe auf dem Weg dahin. Ich darf Ihnen aber versichern, dass die Kolleginnen und Kollegen, die bei mir an dem Thema arbeiten, die teilweise auch von der kommunalen Ebene stammen, ein hohes Interesse daran haben, dass wir auf die Klimaneutralität hinarbeiten. Und da geht es natürlich auch, um das Stichwort auch mal zu benennen, um das Thema der Kompensationsleistungen, also dass man immer dann, und das wird auch perspektivisch, wenn wir über das Jahr 2045 reden, an der einen oder anderen Stelle auch geschehen müssen, ja, dass man natürlich für bestimmte unvermeidbare bei Prozessemissionen, etwa im Bereich der Produktion, CO2-Emissionen nach wie vor hat und dafür dann aber zum Beispiel über Zertifikate oder auch Renaturierungsmaßnahmen, nicht zwingend in Sachsen, sondern möglicherweise auch global betrachtet, dann eine Kompensation sich vornimmt. Das ist so konkret noch nicht vereinbart, aber das sehe ich ehrlich gesagt auch kommen, perspektivisch. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch eine weitere Frage, die in Richtung Ministerium geht. Wie sind denn die Schnittstellen zwischen Ihrem Ministerium und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr? Ja, das ist eine sehr allgemeine Frage. Sagen wir mal so, also das Thema Energie war ja vorher im Wirtschaftsministerium, ist jetzt im Umwelt- und Energie- und Klimaschutzministerium. Da gibt es vielleicht hier und da noch den einen oder anderen Phantomschmerz, aber insgesamt pflegen wir da schon einen ganz guten Austausch. Die Sicht auf die Themen ist mitunter anders. Ja, das heißt, das Wirtschaftsministerium schaut natürlich in erster Linie auch auf das Thema Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, wo gewissermaßen die Fragen der Dekarbonisierung der Wirtschaft vielleicht ein bisschen, ohne den Kollegen dazu nahe treten zu wollen, stärker an zweiter Stelle stehen. Ja. Und das ist eine Debatte, da ringen wir schon. Ja, also dass man dann sozusagen die Ganzheitlichkeit und auch die Nachhaltigkeit der Ansätze von vornherein in den Blick nimmt. Aber es gibt da sozusagen Spiegelreferate, also Referate, die sich auch mit den Energie- und Umweltthemen beschäftigen. Und da sind wir im recht regen Austausch. Okay. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Ja, wenn man eine noch. Es tauchen nämlich jetzt immer mehr Fragen hier auf und ich würde jetzt einfach die letzte Frage vielleicht nochmal vorlesen. Sind Fördermaßnahmen für den Ausbau der Elektromobilität angedacht? Die Elektromobilität wurde nur peripher im Rahmen der Sektorenkopplung genannt. Als Bundesland sehe ich das jetzt unmittelbar nicht. Ja, es ist so, dass, das werden Sie wissen, wenn Sie sich damit auseinandersetzen, dass der Bund über das Bundeswirtschaftsministerium und auch das BAFA dann konkret ja verschiedene Fördermaßnahmen aufgelegt hat, um sozusagen sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Hybridfahrzeuge sozusagen Co. zu finanzieren. Es gibt jetzt seit kurzem auch, man darf sagen, endlich Vorhaben, die Ladeinfrastruktur auszubauen. Da wird es demnächst erste Ausschreibungen geben. Und wo wir einen Förderansatz hatten, das war im Bereich Photovoltaik und Speicher. Ja, und dort auch sozusagen Speicher für natürlich dann die Befüllung gewissermaßen des Batteriegefäßes eines Autos, ja. Aber da sind uns die Mittel, muss man sagen, auch aufgrund der Corona-Pandemie sehr gekürzt worden, dass wir da in diesem Jahr jetzt leider keine Mittel mehr für ausreichen können. Im nächsten Jahr wird es nochmal einen Förderansatz in der Richtung geben.
Aber ich hatte das schon gesagt, ich glaube, insgesamt ist das ein rentierliches Feld, das auch ohne diesen Förderanreiz sich eine Investition in Photovoltaik oder auch Speicheranlagen inzwischen durchaus lohnt, auch für den Privatmann. Aber ganz konkrete Förderung des Landes für Elektromobilität sehe ich jetzt unmittelbar nicht. Ja, okay, Herr Dr. Geißler, es gibt ja auch einige Förderprogramme auf Bundesebene. Von daher muss vielleicht der Freistaat Sachsen gar nicht mehr so viel machen. Schön wäre es natürlich. Eine allgemeine Frage noch ganz zum Schluss. Es wurde die Frage gestellt, ob die Präsentationen zur Verfügung gestellt werden. Das werden wir natürlich tun. Und auch der Stream, der jetzt im Internet läuft, der wird natürlich online bleiben. Genau. Okay, vielen Dank, Herr Bellmann, für die Fragen und für die Verfolgung des Chats. Wir hoffen natürlich dann auch für den weiteren Verlauf auf weitere Fragen zu unserem zweiten Impulsvortrag, den ich gerne jetzt hier ankündigen möchte. Ich darf Herrn Frank Buchholz begrüßen gleich hier. Der ist aber jetzt nicht online zugeschaltet, sondern tatsächlich in Bautzen vor Ort. Und wir wird hier gleich mich sozusagen an dieser Stelle ersetzen. Herr Buchholz ist Mitarbeiter an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Und er ist auch über viele Jahre schon wissenschaftlicher Mitarbeiter, nicht nur in unserer Region, früher auch in Darmstadt. Aber er ist nicht nur Akademiker, nämlich er ist auch ein Praktiker. Und das ist ein besonderes Merkmal. Und das freut mich sehr, weil die Fragen, die wir uns jetzt stellen nach diesem allgemeinen Impulsvortrag zur Umsetzung des Klima- und Energieplans, andersrum, Energie- und Klimaplans des Freistaats, ist die Frage, wie setzen wir das tatsächlich vor Ort um? Welche Potenziale hat unsere Region, daraus etwas zu machen im Sinne der Wertschöpfung, im Sinne von neuen Beschäftigungen, von neuen Arbeitsplätzen? Was geht hier bei uns? Und deswegen freut mich sehr, dass wir auch einen praktischen Blick darauf bekommen, denn Herr Buchholz ist auch Projektentwickler in einer Gesellschaft, die sich auch mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Herr Buchholz, ich darf Sie bitten. Ja, vielen Dank, Herr Paduch, für die netten einleitenden Worte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf heute von der BTU-Seite einen Vortrag halten: Ausbau erneuerbarer Energien, ein wichtiger Baustein zur Strukturentwicklung in der Lausitz. Ich darf Sie herzlich grüßen vom Professor Dr. Bernd Hirschel, der dort an der BTU der Professor an diesem Lehrstuhl ist. Fachgebiet Management regionaler Energieversorgungsstrukturen. Also, wir beschäftigen uns an diesem Lehrstuhl eben, oder der Professor Hirschel mit den Mitarbeitern, seit längerem auch an der Frage, wie kann über dezentrale erneuerbare Energien auch eine Energieversorgung im Kontext Transformation der Energiebereitstellung gewährleistet werden. Und da möchte ich heute hier einen kleine Reise mit Ihnen vornehmen. Und ja, soweit erstmal vorab. Herr Paduch erwähnte es bereits. Ich bin in einem Projekt 2 Jahre jetzt an der BTU mit tätig gewesen, bin aber auch für den sächsischen Projektentwickler tätig. Daher kann ich sowohl, sagen wir mal, die Klimaschutzaspekte, die politisch auf Landesebene auch von der EU deklariert werden, auch aus der praktischen Erfahrung ein Stück weit mitspiegeln. Und ich hoffe, dass ich damit auch einen Beitrag heute hier zur Diskussion leisten kann. Und ich würde in die zweite Folie mal bitten. Da können Sie dann skizzieren, der Monitor, vielleicht können Sie den nochmal mit anmachen, dann würde ich das mit sehen. Also, ich habe 3 Bausteine heute Ihnen mitgebracht. Einerseits, das können wir relativ kurz halten, weil dort der Herr Dr. Nils Geißler sehr stark schon darauf eingegangen ist. Aber nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auf ein paar Zäsuren darauf hinweisen, nämlich einerseits das Thema Bundesverfassungsgerichtsurteil Ende April diesen Jahres und als zweites dann nicht mal 2 Wochen später ein angeschärftes Klimaschutzgesetz auf Bundesebene, was in der Form auch durchschlägt. Und in dieser Taktung geht es dann weiter. Das EKP, das neue Energie- und Klimaprogramm des Freistaats Sachsen, wurde am 1.6.2021 verabschiedet, auch mit anspruchsvollen Zielen. Ich möchte allerdings in dem zweiten Block auch ein Stück weit darauf hinweisen, dass mitunter Anspruch und Wirklichkeit nicht immer deckungsgleich sind.
und da auch mal den Finger versuchen, in die Wunde zu legen und in dem dritten Block dieses Vortrags auch mal darauf eingehen, zu sagen, ja, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht nur die Windenergieanlage oder die PV-Anlage, sondern sie hat auch Wertschöpfungseffekte und dort Auszüge aus einer Studie, die es gegeben hat im Rahmen der Strukturwandelkommission 2018 hier mit nochmal präsentieren. Und ich würde zum Schluss nochmal ein paar Gedankenanregungen geben wollen, wo man dann auch mitunter, wenn das möglich ist, in der Diskussion oder im Verlauf der morgigen Veranstaltung nochmal darauf zurückkommen kann. Also hier nochmal ganz kurz eine Folie oder zwei Folien weiter. Das Thema Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz, teilweise erfolgreich. Das heißt, in der Folge, und das ist dann die nächste Folie, wird eben sehr deutlich, dass der Bund hier aufgefordert ist, anzuschärfen, die Klimaschutzziele anzuschärfen, nämlich für 2030 von 55 auf 65% Treibhausgasreduktion, also nochmal 10% weniger als zum Bezugsjahr 1990. Und wenn Sie das sich anschauen in der Grafik, die Sie jetzt hier auch mit eingeblendet sehen, dann ist der obere, die obere Kurve die deutlichst am zu senkendsten, und das ist der Bereich Energiewirtschaft. Das heißt, die Treibhausgasemissionen im Energiebereich sollen annähernd nicht nur halbiert, sondern deutlich nochmal reduziert werden, also von 280 auf 108. Und das kann einerseits durch den Kohleausstieg passieren, aber zum anderen natürlich auch im Bereich eines forcierten Ausbaus der erneuerbaren Energien. Das gibt andere Sektoren, die auch mit hier benannt werden, auf die ich aber hier nicht im Detail eingehen wollte. Aber das wird für die Folgefolien auch nochmal eine Relevanz haben. Gehen wir mal nochmal eine Folie weiter. Ich hatte das erwähnt, am 1.6. wurde vom Freistaat das auch lange erwartete Energie- und Klimaprogramm als Nachfolger des Energie- und Klimaprogramms von 2012 präsentiert und durch das Kabinett verabschiedet. Und da in der Ankündigung war eben hier nochmal der Rückblick basierend auf dem auf dem Koalitionsvertrag. Sachsen plant neues Programm zum Ausbau der Windkraft. Und dann hier eben auch, wie das Herr Dr. Nils Geister schon erwähnt hat, eine erhebliche Zahl von 300 Windenergieanlagen, die zugebaut werden soll im Vergleich zu dem Bestand bis 2024 und dann nochmal eine Anschärfung und Steigerung bis 2030. Vielleicht gehen wir nochmal eine Folie weiter. Diese Folie hatten Sie bei Herrn Geisler schon eben in dem Vortrag gesehen. Hier ist deutlich, und das möchte ich nochmal herausheben, dass das ja eins der neuen Handlungsfelder ist, nämlich Energieversorgung. Und Sie müssen sich vielleicht nochmal diese Zahlen genau anschauen. Also wir sind jetzt im Bereich Wind und PV bei 2.372 für Wind Gigawattstunden pro Jahr, die bisher erzeugt sind im Freistaat, und bei PV bei 1.933. Das ist das, was der Stand 2019 war an Erzeugung aus Erneuerbaren. Und wenn man sich anschaut, da gab es einen Vorlauf von 10, 20, 25 Jahren. Und jetzt möchte man diese Ziele nahezu verdoppeln jeweils. Also ein Zubau von auf jeweils 4.400 oder 3.980 Gigawattstunden. Das ist erheblich und bedarf auch erheblicher Anstrengungen im Bereich der planungs- und rechtlichen Genehmigungsverfahren, dort auch die entsprechenden Flächen bereitzustellen. Und dazu vielleicht auch komme ich im Laufe des Vortrags noch ein Stück weit im Detail. Ich möchte Ihnen in der nächsten Folie mal einen kleinen Einblick geben. Ich weiß, das ist relativ viel Zahlen drin, aber es ist ein Auszug aus einem Projekt, in dem ich gerade mitarbeiten durfte an der BTU, nämlich da geht es um Dekarbonisierungsstrategien für die Lausitz, und dort ist die Lausitz in die zwei Landesteile. Die Lausitz erstreckt sich ja länderübergreifend, einmal in die Planungsregion Lausitz-Spreewald auf Brandenburger Seite und hier, wo wir heute zu Gast sein dürfen, die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien für den sächsischen Teil der Lausitz. So, und da wird mal in dieser Erhebung deutlich, wie viele Anlagen, das ist die erste Spalte, wie viele Anlagen bisher errichtet ist mit Stand 2018
und wie viel Strom bereits aus den Erneuerbaren erzeugt worden sind. Das ist die dritte Spalte von hinten. Und da sehen Sie auch einen eklatanten Unterschied zwischen diesen beiden Regionen. Und in dem, was rot in der letzten Spalte markiert ist, ist nochmal deutlich, wie viel Fläche eben für das Thema Windenergie bereitgestellt ist. Und da wird nochmal sehr erheblich, dass dort Sachsen, wenn es diese ambitionierten Ziele erreichen möchte, doch noch Handlungsbedarf hat. Nicht nur in der Planungsregion hier Oberlausitz-Niederschlesien, sondern auch im gesamten Freistaat. Das könnte man nochmal, und das wäre die nächste Folie, auch hier in so einer Grafik sehen. Da sehen Sie Teile Sachsens, wesentliche Teile Sachsens, aber auch der angrenzenden Bundesländer, nämlich die Planungsregion, wo eben über Vorrang- und Eignungsgebiete Windkraftbereiche ausgewiesen werden. Und da sehen Sie immer, also Wind-VRG, das sind die Windvorranggebiete. Und da sehen Sie, dass gerade im Freistaat das immer im 0,25, 0,18 oder 0,33 Bereich ist, währenddessen dort andere Planungsregionen im Thüringischen, aber auch gerade im Brandenburgischen da deutlich höhere Zahlen haben. Und das ist, muss man, glaube ich, dazu sagen, wenn man die Energiewende voranbringen will, sowohl und diese ambitionierten Ziele im Wind- und PV-Bereich hat, dann gehört das aus meiner Sicht auch zur Wahrheit dazu, die man auch politisch dazu sagen muss, dann sind da erhebliche Flächen zusätzlich bereitzustellen, um diese Ziele zu erreichen. Das vielleicht als kleiner Exkurs, und jetzt anhand der nächsten, zweiten Teils dieses Vortrags möchte ich Ihnen gerne mal aufzeigen, vielleicht nochmal zwei Folien weiter. Was ist die Realität? Also auch hier ist klar, Herr Dr. Geißler hatte vorgestellt, das Energie- und Klimaprogramm hatte auch darauf hingewiesen, dass Akzeptanz eine wesentliche Rolle spielt. Die Akzeptanz für die Windenergie, und das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, das ist ein Foto, was hier abgebildet ist, in Sachsen vor wenigen Wochen aufgenommen, ist in der lokalen Ebene wenig vorhanden. Das heißt, es bedarf der Vermittlung von den Energie- und klimapolitischen Zielen von Bundes- und Landesebene hin auf die kommunale Ebene und dort auch die Ebene, wo die Kommunalpolitiker, die Bürger auch erkennen müssen, was hat das mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun und was sind mitunter nicht nur die Effekte, dass dort eine Windenergieanlage oder eine PV-Anlage entsteht, sondern was hat das auch mitunter für die Kommune und für das Gemeinwohl auch mit sich zu tun und was kann da auch, wenn das gut auf den Weg gebracht werden, erreicht werden. Und dazu möchte ich zum Schluss auch nochmal ein paar Gedanken mit zum Besten geben. Eine Folie vielleicht in dem Zusammenhang nochmal weiter. Wir haben die Planungsregion, in der wir hier auch sind, die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien, zu der der Landkreis Görlitz und Bautzen zählen. Für diese Planungsregion, also den östlichen Teil Sachsen, wird immer ein Regionalplan erarbeitet und der weist sogenannte Vorrang- und Eignungsgebiete aus für die Windkraft. Für die Photovoltaik ist das über die kommunale Bauleitplanung. Dieser Regionalplan wurde fortgeschrieben oder ist im Bereich befindet sich aktuell im Verfahren der Fortschreibung. Und im Rahmen dieses Verfahrens sind hier mal dargestellt ein Kartenausschnitt, wo auch Potenzialflächen liegen. Dieser Regionalplanentwurf lag aus und da konnten wiederum Träger öffentlicher Belange, Kommunen zu Stellung nehmen. Interessant und was ich bemerkenswert in dem Kontext finde, ist aber, dass die Planungsregion bis dato noch den Standpunkt vertreten hatte, dass mit 0,78% der Region Potenzialflächen, die jetzt hier rot abgebildet sind, mit einem Drittel davon auch die energiepolitischen Ziele erreicht werden sollen. Also man geht davon aus, dass mit 0,25% der Region energiepolitische Ziele im Bereich Wind erreicht werden können. Und das ist aus meiner Sicht in vehementem Widerspruch zu dem, was Herr Geißler präsentiert hatte, nämlich 300 Windenergieanlagen in Sachsen innerhalb der nächsten 3 Jahre zuzubauen, weil die Flächen dafür würde es dann de facto nicht geben. Und in dem Zusammenhang auch ein Beitrag, den Herr Lippold, also ich würde das hier nochmal kurz einblenden, also es gibt die sächsischen Klimagespräche von der Vereinigung Erneuerbare Energien, auch ein recht interessantes Format für alle Interessierten.
die jetzt sagen, ich bin an dem Fortgang der Energiewende in Sachsen interessiert, vee-sachsen.de. Die machen dort in dem Fall ganz interessante Formate mit unterschiedlichen Stakeholdern. Und da war Dr. Lippold eingeladen, vor kurzem auch aus demselben Haus wie Herr, also als Staatssekretär aus dem SMECO. Und er hat darauf verwiesen, dass selbstverständlich die regionalen Planungsgemeinschaften die Verpflichtung haben, das Energie- und Klimaprogramm, was jetzt gilt, für die Fortschreibung des Regionalplans zu beachten. Von der Warte her wird es spannend sein, wie sich diese Fortschreibung jetzt auch zukünftig darstellt und ob darauf eingegangen wird. Das wäre für mich auch sehr spannend, wie da hier das kommunalpolitisch erörtert und diskutiert wird. Ich möchte in der nächsten Präsentation mal nochmal einen Blick geben auf den Potenzialbegriff, weil ich im Rahmen dieses Projekts DK Blau, wo ich an der BTU mitarbeiten durfte, diese Potenziale eine ziemliche Rolle spielen. Also, und da wird eben, das ist eine Grafik aus dem Umweltbundesamt, wird zwischen theoretischen Potenzialen, technischen Potenzialen und dann nochmal abgeschichtet auf technisch-ökologische Potenziale und dann die realisierbaren Potenziale runtergebrochen. Und die realisierbaren Potenziale, das ist eben eine kleine Teilmenge des technischen Potenzials. Das ist aus meiner Sicht wichtig, wenn Sie auch eine Debatte haben zu den Potenzialflächen. Und in der nächsten Grafik sehen Sie mal, wie die Sächsische Energieagentur im Rahmen der Fortbereitung, im Rahmen der Vorbereitung auf das EKP eine Potenzialstudie auch erarbeitet hat. Und da sehen Sie im linken Bereich den Windbereich und im zweiten Graphen die Photovoltaik. Und abgebildet sind der Ist-Stand 2016 mit dem grünen Balken, der Trend mit dem grünen, dunkelgrünen Balken und die Szenarien, Klimaschutzszenario 2080 bis Klimaschutzszenario mit Treibhausgasreduktion 80%, was bis 2030 greifen würde und was dort an Potenzialen da ist. Sie sehen, dass das noch relativ stark in der Spanne ist, aber Sie sehen auch, dass man in dem Ist-Stand sehr weit von diesen Potenzialen entfernt ist. Und ich glaube auch, dass man, wenn man die Zielstellung, die ja auch deklariert ist, nämlich eine Dekarbonisierung der Industrie, das Thema Sektorenkopplung, also Power-to-X-Lösungen, Power-to-Heat-Lösungen zukünftig auch alles basierend auf Strom machen möchte und dann eben auf erneuerbaren Strom, dann müsste man hier auch deutlich nochmal nach oben ansetzen. Von der Warte her ein Plädoyer hier auch, wenn man das Thema, und da war ja die Frage aus dem Publikum, Klimaneutralität erreichen will, dann wird sich auch das Landschaftsumfeld im Kontext, wie wir es kennen, durch eben erneuerbare Energieanlagen hier und da ändern. Ich habe in der nächsten Grafik oder in der nächsten Übersicht nochmal dargestellt, auch eine Übersicht, wie sie existiert. Das sind offizielle Dokumente für die Planungsregion Lausitz-Spreewald in Brandenburg, aber schauen Sie sich lieber den zweiten grauen Balken und was drunter ist an. Das ist die Planungsregion hier bei Ihnen, Oberlausitz-Niederschlesien. Da gibt es eben ein Szenario, was schon 2012 erarbeitet wurde, ein Windbasisszenario und ein sogenanntes Wind-Plus-Szenario. Und die sind auch davon ausgegangen, was dort an Fläche bereitstehen könnte oder welche Flächenbereitstellung erforderlich wäre, um eine bestimmte Terawattstundenzahl zu erzeugen. Und da reden wir eben von 1500, also 1,5 Terawatt oder 3,3 Terawatt. Und der Status quo 2018 ist mit 455 Gigawattstunden auch hier abgebildet. Also wir sind da eben noch in der Ausschöpfung der Potenziale bei einem Drittel oder bei dem Klima-Plus, bei dem Wind-Plus-Szenario von allein einem Sechstel. So, und von der Warte her, wir haben aber ein Kohleausstiegsgesetz. Wir haben eine Situation, wo deutlich wird, dass die Kraftwerkblöcke Schritt für Schritt vom Netz gehen. Und wir haben eine Netzinfrastruktur, die da ist. In Teilen ist das auch das Selbstverständnis der Region als Energieregion vorhanden. Von der Warte her wäre es sehr sinnvoll, auch an dem Thema anzusetzen und auch das Thema Energieregion weiter voranzutreiben und dann eben basierend auf Erneuerbaren.
so unsere Überzeugung. Ich möchte in der nächsten Grafik nochmal darstellen, also einen Auszug aus einer Studie Ihnen präsentieren, die entstanden ist im Kontext der Erarbeitung der Kohlekommission. Vielleicht nochmal eine Folie bitte weiter. Das ist eine Grafik, wo die Flächenpotenziale dargestellt sind im Lausitzer Revier, also Tagebauflächen, und dann auch abgeschichtet, welche Landnutzung würden sich mit der Nutzung von erneuerbaren Energien einigen, also eignen. Und diese Studie ist sozusagen auch eingegangen in die Empfehlungen und die Diskussionen der Strukturwandelkommission. Und was ich Ihnen daran aber deutlich machen will, und das wäre die nächste Grafik, dass da eben für den Bereich der Tagebauflächen, also sprich die Flächen, über die die LMBV, aber auch die LEAG verfügt und die Bergbau Rekultivierungsmaßnahmen durchführt, beziehungsweise noch den aktiven Tagebau betreibt, dass da auch für diese Flächen erhebliche Potenziale gesehen werden. Das heißt, wir sind hier in Ihrer Region in einer Region, wo die Transformation der Energieversorgung meines Erachtens in einer Dynamik und einer Form stattfinden kann, wie in anderen Regionen nicht in der Form. Und man könnte eben auch schauen, wie sich daraus auch Chancen für Strukturentwicklung und Wertschöpfung ergeben. Und dazu möchte ich in dem letzten Block noch mal ein paar kurze Gedanken loswerden. Wenn Sie eine Folie noch mal weiterklicken, dann sehen Sie hier regionale Wertschöpfung, die sich unterscheidet zwischen einerseits kommunalen Steuern, die gezahlt werden über Gewerbesteuer beispielsweise, Gewinne nach Steuern von regionalen Unternehmen, die also vor Ort ansässig sind, und das Nettoeinkommen von Beschäftigten in einer Region. Und wenn man das runterbricht auf das Thema erneuerbare Energien, dann ist eben die Frage, welche Unternehmen und Investoren sind im betrachteten Gebiet, also sprich Ihrer Region vor Ort hier, Oberlausitz-Niederschlesien, in welchem Umfang an der verschiedenen Wertschöpfungsschritten von Wind, PV oder eben auch Sektorenkopplung, Wasserstofferzeugung beteiligt. Und von der Warte her ist das wichtig, da auch ein Augenmerk drauf zu geben und nicht die Frage, wie viele erneuerbare Energieanlagen sind dort installiert, sondern dass möglichst große Teile der Wertschöpfung durch Beteiligung an den Anlagen und auch den unterschiedlichen Wertschöpfungsschritten hier vor Ort sein können. Und dazu ist die nächste Grafik nochmal gibt da nochmal einen Einblick. Da wird unterschieden zwischen den unterschiedlichen Wertschöpfungsbausteinen, nämlich der Produktion von Anlagen auf der einen Seite, die Planung und Installation dieser Anlagen, der Betrieb und die Wartung und die Betreibergesellschaften. Und Sie sehen, die größten Gewinne, die mitunter auch in der Wertschöpfung bei der Stufe 4 eine Rolle spielen, sind bei den Betreibergesellschaften. Das heißt, in den Betreibergesellschaften, man müsste vor Ort dafür sorgen, dass die Betreibergesellschaften nicht investorengestützte Modelle von Fremdinvestoren sind, sondern wirklich eine starke Beteiligung von regionalen Akteuren, sei es Stadtwerke, sei es Energiegenossenschaften oder über Industrieunternehmen, die sich auch explizit mit Grünstrom aus der Region versorgen wollen. Dann wird die Wertschöpfung in der Region stärker, und das sollte aus meiner Sicht das Ziel sein. In der nächsten Folie, die überspringen wir vielleicht nochmal, da wird nochmal differenziert zwischen einmaligen Effekten und jährlichen Effekten. Das muss man vielleicht nicht so im Detail nochmal ausführen. Wichtig ist mir, diese Folie auch nochmal kurz hier darzustellen. Da sind eben Annahmen getätigt, zum Beispiel, dass die Betreibergesellschaften mit 80-90% in der Region sind und das Eigenkapital für erneuerbare Energien, das ist die untere rechte Ecke, mit 33-50% aus der Region kommen. Und bei dieser Annahme sind für die einzelnen Wertschöpfungsschritte, und das wäre die nächste Folie, hier Wertschöpfungseffekte für Wind, Photovoltaik, aber auch PV-Dachanlagen, PV-Freiflächenanlagen, also das sind diese ersten vier Balken, in einer erheblichen Größenordnung von 40 Millionen Euro bis hin zu 10 bis 15 Millionen und in der Summe eben bis 122,5 Millionen Euro, die dort in so einem Szenario errechnet worden sind. Und das sind aus meiner Sicht Aspekte, die man schon eine Größenordnung haben, die man nicht vernachlässigen kann und sollte.
Nächste Folie ist nochmal dargestellt, eben wie sich das auch aufgliedert in die einzelnen Energieträger, also dort PV-Wind-Hybridkraftwerke, das war der Unterschied Photovoltaik, Freiflächenanlagen, Windenergie mit den drei größten Blocks und Power-to-Gas eben in einem kleineren Bereich. Ich habe diese Folie Ihnen mal mitgebracht, um zu zeigen, auch wenn man die erneuerbaren Energien vor Ort die Flächenbereitstellung hat, aber auch dafür sorgt, dass eine starke Beteiligung an den Betreiberstrukturen aus der Region möglich ist und auch politisch nach vorne gebracht wird, dass dann eine erhebliche Wertschöpfung auch stattfinden kann. Und möchte in der nächsten Präsentation, in der nächsten Folie nochmal darauf hinweisen, da hatte auch Herr Dr. Geisler darauf verwiesen, nämlich die in Erarbeitung befindliche sächsische Wasserstoffstrategie. Und wenn man die, und das sind aus ja, also Auszüge aus dem Entwurf jetzt hier, wenn man die so liest, dann ist vorrangig Wasserstoff aus erneuerbaren Energien wird thematisiert und die Wasserstoffwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette soll bis 2030 aufgebaut werden und das Thema grüner Wasserstoff soll als Energieträger in Sachsen verwendet werden können. So, und wenn man das wirklich sich jetzt so auf der Zunge zergehen lässt, dann bedarf es eben auch Wasserstoff deswegen ja, um über eine Elektrolyse den Strom ins Gasnetz einzuspeisen, um das Gasnetz auch als Speicher zu nutzen oder eben in der chemischen Industrie zu nutzen, dann bedarf es eben auch eines parallelen Ausbaus von Wind und Photovoltaik, die sich gut ergänzen und die Volllaststand im Bereich erneuerbarer Strombereitstellung kommen auch in Größenordnung im Windbereich. Das heißt, nur auf die Photovoltaik zu setzen, ist aus unserer Sicht hier nicht zielführend. Und wenn man das Thema grüne Wasserstoffbereitstellung perspektivisch mittel- bis langfristig ernst nimmt, dann ist der Windkraftausbau genauso wichtig wie die Photovoltaik. Und das sehen Sie vielleicht auch noch mal kurz eingeblendet in dieser Energiecharts-Folie, die da unten rechts in der Ecke war. Da sehen Sie, dass sich auch gelb Photovoltaik und grün Wind ganz gut auch ergänzen. Ich habe noch zwei Folien mit ein paar Gedanken, die ich Ihnen noch gerne mitgeben wollte, die versuchen, den Aspekt, den ich hier vorgetragen habe, noch mal in ein paar Stichworten zusammenzufassen. Ich glaube, dass es wichtig ist, zur Steigerung von Wertschöpfung im erneuerbaren Energiebereich, wenn einerseits ausreichend Flächen sowohl für die Photovoltaik als auch die Windenergie bereitgestellt werden. Mit der Solarfreiflächenverordnung ist der Freistaat da auf einem Weg. Im Bereich der Bereitstellung von Windenergieanlagenflächen sehe ich da durchaus noch einen erheblichen Handlungsbedarf. Die Erhöhung von regionalen Teilhabemöglichkeiten durch Kommunen und Bürger an Energiewendeprojekten ist eklatant wichtig, wenn die Akzeptanz für erneuerbare Energien die Form erreichen soll, wie sie notwendig ist, um nicht in der Energiewende irgendwo stecken zu bleiben, sondern dort auch einen erheblichen Schritt noch weiterzukommen. Das sind erste Punkte erreicht mit dem EEG, jetzt mit dem neuen EEG. Und was auch wichtig ist, wenn man Richtung Wertschöpfung geht und wir sind hier im Technologie- und Gründerzentrum, dann ist es so, dass Aus- und Weiterbildung eine zentrale Rolle spielt, auch fürs Handwerk, um im Bereich Energieeffizienztechnologie, Wartung, Installation von PV-Anlagen, Wartung von Windenergieanlagen, auch da erhebliche Wertschöpfung für die Region zu gewährleisten. Und die letzte Folie, da wird es nochmal ein bisschen sehr stark mit Text, aber ich würde es versuchen, nochmal kurz zusammenzufassen. Mir fehlt persönlich das politische Bekenntnis. Jetzt kann das ja kommen, wenn das EKP da ist. Dann muss man, wie Herr Geisler das auch sagte, das sind 300 Windenergieanlagen, aber diese 300 Windenergieanlagen sind die 300 Anlagen bis 2024. Das ist das Zwischenziel. Wenn man das auf 2030 bezieht, dann ist das nochmal eine Verdopplung, also oder dann sind das die 600 bis 800 Anlagen im Freistaat. Und da reden wir eben über leistungsstarke Anlagen der 5-Megawatt-Klasse. Das muss man auch so aussprechen, um das auch vor Ort umzusetzen mit Kommunalpolitik und den Landräten.
eine Kampagne des Freistaats zugunsten des Energieausbaus wäre aus meiner Sicht wichtig und da hätte die Sächsische Energieagentur eine Schlüsselrolle. Ich würde mal anregen, dass man die regionalplanisch ausgewiesene Flächen bzw. Leistungsziele wirklich definiert, auch mit der Frage der Terminierung, wann sollen diese Flächen ausgewiesen werden und ist das auch sanktionsfähig, wenn ich das nicht tue. Die Zielabweichungsverfahren sind aus meiner Sicht wichtig, um dort auch diese Ziele zeitnah zu erreichen. Isolierte Positivplanung von Kommunen sollte man erlauben, wenn Kommunen dieses Ziel verfolgen, da eben voranzugehen bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Und es wäre aus meiner Sicht auch wichtig, wohlwollende Leitfäden zur Genehmigung von erneuerbaren Energievorhaben für die Kommunen, insbesondere wenn es innovative Ansätze wie Floating PV, also schwimmende Photovoltaik oder Agri-PV angeht. Das ist aus meiner Sicht auch wichtig im Freistaat. Hier sind auch noch Handlungsbedarfe da vorhanden. Soweit von mir. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank, Herr Buchholz. Bleiben Sie noch eine Weile stehen. Vielleicht kommt die eine oder andere Frage hinzu. Vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Ich versimpliziere das jetzt mal und sage, wir brauchen Flächen, was ja kontrovers ist hin und wieder mal. Und wir brauchen Kapital, was nicht einfach ist. Das heißt, wir haben eine große Herausforderung. Aber ich glaube, darauf kommt es an, dass es uns gelingt, das Kapital sinnvoll einzusetzen, damit dieses Kapital eine Rendite erwirtschaftet, und zwar für die Region. Das heißt, es geht darum, das regionale Kapital einzusetzen. Wie Sie gesagt haben, die Beteiligung der regionalen Akteure scheint hier sehr wichtig zu sein. Dazu wollen wir als Energieagentur auch einen Beitrag leisten, indem wir Projekte, die hier endogen entstehen in der Region, begleiten und vielleicht auch ein Stück dafür beitragen, dass sie auch erfolgreich sind. Also darauf kommt es an. Ja, Herr Bellmann, kommen Sie bitte zu uns und schauen Sie in den Tablet, ob es da Fragen aus dem Publikum gibt. Ja. Es gab auch hier wieder Fragen aus dem Publikum, aber erstmal ein kurzes Statement. Sehr guter Vortrag, so bringt man das Problem auf den Punkt. Kam ja aus dem Teilnehmerkreis. Eine Frage stellte sich ein Herr, der fragt sich, warum fixiert man denn so stark auf Windenergie in der Planungsregion und nicht auch auf PV? Werden die Möglichkeiten der Solarenergie nicht unterschätzt? Ja, vielleicht da kurz zu. Also ich habe aufgrund der Zeit mich ein Stück weit auf das Thema Wind konzentriert. Das Thema Photovoltaik ist ganz gut adressiert. Also da hat das Mikul jetzt in der Vergangenheit oder der Freistaat diese Freiflächenverordnung also auf den Weg gebracht. Das soll auch verabschiedet werden, ist gerade noch soweit vorhanden, aber das erklärte Ziel ist mit 180 Megawatt, die dann auch EEG-förderfähig sind, Photovoltaik pro Jahr in Sachsen eine Privilegierung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu ermöglichen, die dann an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur auch teilnehmen können. Das heißt, 180 MW pro Jahr, das ist ja auch schon mal eine Größenordnung. Okay, und dann vielleicht noch eine Frage, und zwar, wenn es um den Ausbau von Windenergie geht, da muss man ja, man muss Flächen zur Verfügung haben, das hat Herr Paduch, das haben Sie gut rübergebracht. Nun ist es ja bei uns im Landkreis Bautzen so, dass wir einige Gebiete haben, die dem Naturschutz sehr unterliegen, Biosphärenreservate, alte Tagebaugebiete und weitere Flächen, die es einfach nicht erlauben, da Windenergieanlagen hinzustellen. Was muss ich denn da Ihrer Meinung nach tun, vielleicht auch seitens des Freistaates oder der bundesdeutschen Gesetzgebung, damit da mehr Flächenausweisungen möglich sind? Ja, zum einen ist es schon so, dass also die Raumordnung, die Regionalplanung ist eine Abschichtung von letztendlich verschiedenen Layern, die man über eine Region legen kann, wo man sagt, das und das sind Tabuflächen, Biosphärenreservate, besonders schützenswerte Bereiche, die Abstände zur Wohnbebauung und so weiter. So, und dann ergeben sich Potenzialflächen, und die Potenzialflächen, die sind aber in einer größeren Anzahl da, als dass sie de facto ausgewiesen sind. Also man kann einen höheren Teil der Potenzialflächen auch wirklich ausweisen, und das sind Flächen, die auch
sämtliche harten Kriterien und weichen Kriterien weitestgehend erfüllen. Was man zu dem Thema, weil Sie das Artenschutzthema ansprachen, sagen kann, auch da gab es jetzt hier am 10. Juni im Rahmen der VEE-Veranstaltung von Herrn Dr. Lippold die Aussage, Staatssekretär im SMECO, dass er sagt, ein Artenschutzleitfaden ist in Erarbeitung, und ich kenne eine bundespolitische Debatte, wo es heißt, man müsste weg von dem Individuenschutz für bestimmte schützenswerten Vögel hin zum Populationsschutz. Das heißt, nicht das einzelne Individuum muss sozusagen im Rahmen eines BIMSCH-Genehmigungsverfahren explizit so ein Projekt mitunter auch kann das auch verhindern, sondern man müsste sagen, wenn die Population geschützt ist und in anderen Bereichen ausreichend vorhanden ist, dann kann man auf dieses Risiko mitunter für diesen Einzelvogel auch dieses eingehen sozusagen. Mhm. Und da sind alles sozusagen, das sind bundespolitische Themen, aber auch ein Artenschutzleitfaden, der das Thema Windausbau ein Stück weit erleichtert, ist im Freistaat auch in der Debatte. Also in der Diskussion, okay, dass der kommt. Ja, im Zuge der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, wir beenden die Fragerunde. Ich habe jetzt auch keine weiteren Fragen mehr bekommen. Und Herr Paduch, vielleicht noch kurze... Vielen Dank, Herr Bellmann, auch für die Fragen aus dem Publikum und für das mühsame und aufmerksame Begleitung, für die Begleitung des Chats. Ja, wir sind jetzt mit unserem ersten Teil des heutigen Tages durch. Wir haben Impulse bekommen, wir haben Informationen bekommen. Jetzt versuchen wir, das alles zu sortieren in einer Podiumsdiskussion. Ein kurzer organisatorischer Hinweis. Wir müssen jetzt ein Stück weit umbauen. Wir sind jetzt also kein professionelles Studio hier. Wir haben nur eins. Das heißt, diese Situation, die wir jetzt hier haben, müssen wir ein Stück weit einrichten für die Podiumsteilnehmer, Diskussionsteilnehmer. Dafür brauchen wir etwa 4 bis 5 Minuten. In der Zwischenzeit werden wir also eine kleine Folie einblenden. Bitte beachten Sie unsere Unterstützer und bleiben Sie jetzt hier uns treu auf dem Kanal. Nutzen Sie die kurze Pause für die Dinge, die Sie brauchen. Und ich freue mich, Sie dann in etwa 4 bis 5 Minuten zu begrüßen. Vielen Dank erstmal.
Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer, alle Gäste, die hier im Studio sind. Wir setzen fort mit einer kleinen Diskussionsrunde. Wir haben einige Impulse schon bekommen. Alle Regionen Deutschlands stehen vor der Herausforderung der Energiewende. Die Lausitz genauso, allerdings vielleicht mit einer Besonderheit. Energiewende bedeutet für diese Region auch gleichzeitig einen gewissen Strukturwandel. Da kommen zwei Themen auf uns zu. Ziel der Diskussionsrunde heute ist, sich mit den Herausforderungen zu beschäftigen, die Impulse, die wir schon gehört haben, aufzugreifen, in eine Diskussion unterschiedlicher Akteure zu kommen, die mit ganz verschiedenen Perspektiven herangehen. Der Teilnehmerkreis, den wir hier heute gebeten haben, uns zu begleiten, setzt sich zusammen aus Akteuren, die aus der Politik kommen, auch aus der Wirtschaft, aus der Kommunalpolitik. Wir haben auch daran gedacht, dass zu einigen der Diskussionen, zu denen wir jetzt sozusagen beschleunigt kommen, die junge Generation beigetragen hat. Insofern haben wir auch jemanden dabei, der sozusagen die junge Generation, die zukünftige Generation vertritt. Und ich möchte sozusagen beginnen auch mit der Vorstellung der Teilnehmer, damit sie alle so ein bisschen ein Bild haben. Zu meiner Rechten sitzt Jens Krause. Jens Krause ist Bürgermeister in Großhartau, einer Gemeinde hier im Landkreis oder eines Gemeindeverbundes im Landkreis, schon seit mehreren Wahlperioden, also ein sehr gestandener Kommunalpolitiker. Warum ist er vor allen Dingen hier dabei? Die Gemeinde Großhartau hat sich schon sehr viele Jahre dem European Energy Award verschrieben, hat also sehr frühzeitig schon begonnen, ich glaube im Jahr 2009, Herr Krause, oder vielleicht davor, sich mit dem Thema Klima- und Energiebilanz der Kommune zu beschäftigen und hat das auch über die vielen Jahre fortgeschrieben. Bin ich sehr neugierig, was wir vielleicht da als Impulse kriegen hier aus Ihren Erfahrungen heraus. Wir haben dabei auch zu meiner Rechten den Herrn Olaf Besser. Olaf Besser ist Pokerist bei Jados, hat nach einer Lehre im Gaskombinat Schwarze Pumpe Maschinenbau, Schwerpunkt Wärmetechnik studiert, hat anschließend an der Hochschule Zittau im Übrigen, also hier ganz in der Nähe, also sehr renommierte Hochschule auch, was den Energiebereich betrifft, hat danach in verschiedenen verantwortlichen Positionen der Energie- und Wärmewirtschaft gearbeitet und ist seit 2009 inzwischen auch Mitglied der Geschäftsleitung bei Jados und wird hier sicherlich den unternehmerischen Aspekt reinbringen aus einer Fachfirma, die sich auch mit dem Thema Energiewende beschäftigt. Wir bleiben, wir haben das schon festgestellt im Vorgespräch, da auch bei der Ausbildung hier in der Region, was ja auch, wie wir merken werden, ein großes Gut ist. Bei uns ist Herr Professor Dr. Alexander Kratsch. Auch Sie haben in Zittau studiert, haben Ihren Weg dort eingeschlagen, zunächst Elektrotechnik, haben dann in verschiedenen Projektarbeiten am Institut weitergewirkt. So habe ich das zumindest recherchiert, Herr Professor Kratsch. Und haben sozusagen eine Entwicklung genommen vom Projektleiter über die Professur, den Direktor eines Institutes. Und inzwischen sozusagen sind Sie ja Direktor der Hochschule und beschäftigen sich aber trotzdem weiterhin auch fachlich mit den Themen der Energietechnik, Schwerpunkt bei Ihnen Prozess- und Automatisierungstechnik, aber auch das Thema Sektorkopplung und Speichernutzung, so im Schwerpunkt, wenn ich das so kurz beschreiben darf. Also herzlich willkommen. Wir haben dann online zu uns geschaltet. Das kann ich jetzt nicht sehen, ob wir unseren Gast hier sehen. Aha, okay. Herzlich willkommen, Herr Dr. Stefan Meyer. Der Dr. Stefan Meyer ist auch, das war ein Zufall, also ich habe ja die Gäste sozusagen hier heute zugelost bekommen, hat auch seinen Weg hier in der Region begonnen, ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, hat an der Hochschule Zittau gearbeitet, hat später promoviert und hat dann den Weg in die Politik eingeschlagen, zunächst beim Landrat in Görlitz, ist dann Landtagsabgeordneter geworden und beschäftigt sich hier schon seit vielen Jahren vor allem mit energiepolitischen Fragestellungen, strukturpolitischen Fragestellungen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Meyer. Auch da glaube ich, das ist vielleicht ein sehr guter Umstand in der Politik, jemand, der aus dem Fach kommt. Ich denke, das wird eine sehr spannende Diskussion, sind auch auf Ihre Beiträge gespannt. Und ich habe es schon angekündigt, wir haben einen sehr jungen Menschen hier in unserer Runde. Der Alexander Hilse ist
lebt in Görlitz derzeit, glaube ich, oder in Zittau, aber hat in Görlitz studiert. Alexander Hülse ist 20 Jahre alt, befindet sich gerade bei einer Umorientierung, wird sozusagen Erzieher werden und er zeichnet sich aus in dieser Runde, weil er zu der Jugendbewegung gehört, die uns in den letzten Monaten, Wochen, Jahren ja auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Er hat begonnen bei Fridays for Future in Zittau, hat dann Fridays for Future in Görlitz mit aufgebaut und auch eine Initiative Students for Future. Insofern herzlich willkommen, Alexander Hülse. Ja, für einen ersten Start, vielleicht damit wir alle so ein bisschen eine Position beziehen können, würde ich mit einem Eingangsstatement starten und würde Sie bitten, vielleicht mal aus Ihrer Sicht, und da haben wir ja durchaus sehr verschiedene Perspektiven, mal so 2, 3 Highlights zu benennen, noch kurz zu beschreiben, was aus Ihrer Perspektive der Wissenschaft, der Wirtschaft momentan vielleicht die größten, wesentlichsten Herausforderungen der Energiewende oder der Energiewende im Zusammenhang mit dem Strukturwandel in der Lausitz sind. Ich würde sagen, Herr Professor Kratsch, wenn ich bei Ihnen beginnen darf. Gerne. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und die Einführung. Das ist in der Tat nicht so einfach. Ich würde mich jetzt mal versuchen, auf die Hochschulsicht und auf die Sicht der Wissenschaft und Forschung zu konzentrieren. Und da sehe ich eigentlich eine wesentliche große Herausforderung, die uns auch als Hochschule Zittau-Görlitz dazu veranlasst hat, unser Rektorat, was ja seit letztem Jahr im Amt ist, so zu bilden, wie es gebildet ist. Wir müssen für Akzeptanz werben. Ich denke, es ist ganz wichtig in unserer Gesellschaft für die Zukunft für Akzeptanz zu werben, für ingenieurtechnische oder technische Lösungen insgesamt und deren Umsetzung. Wir haben aus meiner Sicht in der Vergangenheit viel erlebt, dass wir viele Dinge entwickelt haben, die wir am Ende des Tages nicht auf die Straße gebracht haben, weil die Gesellschaft das schlicht nicht wollte. Und das ist ja ein Vorgang, den kann man nicht endlos weiter treiben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir viel Arbeit in die Überlegungen und Handlungsweisen stecken müssen, an welchen Stellen und wie nehmen wir Gesellschaft mit, um unser Energieversorgungssystem sicher zu halten, auszubauen und auch wirklich zu transformieren. Wir sehen das ja auch im Zuge des Umbaus des Energieversorgungssystems in der Bundesrepublik, aber auch hier im Freistaat Sachsen. Wir haben vorhin den Vortrag zum Thema Wind gehört. Und es gibt ja eine unglaubliche Diskussion darüber, nicht nur im politischen Raum, sondern eben auch, ich denke, auch in den Kommunen. Also zumindest erlebe ich das in meiner Gemeinde so. Ein Windrad, ja, das kann man machen, aber nicht hier. Ja. Wir haben die Diskussion über Kernkraftwerke gehabt. Wir haben jetzt die Diskussion über Kohlekraftwerke gehabt. Wir führen sie jetzt über Windräder, wir führen sie über Photovoltaik und wir führen sie letzten Endes auch über die erforderlichen Verbindungslinien, sprich die Hochspannungsleitung. Ja. Die Energiemengen von A nach B, von Nord nach Süd transportieren. Wir haben jetzt Nordlink, Südlink fehlt, und ob er jemals kommt und wann er kommt, ist offen. Und das liegt ein Stück weit auch daran, dass man vielleicht in der Vergangenheit nicht so bemerkt hat, wie sich Gesellschaft wandelt. Wir haben durch diese, Gott sei Dank, lange andauernde Friedensperiode in Europa, eines der besten Projekte Europa aus meiner Sicht weltweit, nämlich es hat dafür gesorgt, dass wir in Frieden leben, zumindest hier in großen Teilen Europas. Auch aus den gewissen Nöten verloren, die man einfach als Familie nicht mehr hat. Und somit beginnen sich Menschen ganz natürlich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, die sie umtreiben. Und eins davon ist eben, wie sieht die Natur aus? Wie erzeuge ich unsere Energie? Wie verbrauche ich das? Und wie mache ich das? Und ich denke, da müssen wir viel machen. Und das ist was sich die Hochschule Zittau-Görlitz als traditionell starke Energiehochschule auf die Fahnen geschrieben hat. Und dass wir also diesen transformativen Charakter, den wir auch mit dem Professor Kollmorgen als Mitglied des Rektorates der Hochschule Zittau-Görlitz damit reingebracht haben. Er ist Transformationsforscher, er berät die Bundesregierung in diesen Fragen. Und das wollen wir eben auch in die Lehre transferieren und damit mit einem gewissen Verzug natürlich dann auch in die Köpfe bringen und dann auch in die Gesellschaft transferieren. Also sozusagen Wissenschaft als sozusagen Transformationsunterstützer, wenn man so will. Ja. Sie haben das gerade angesprochen, Akzeptanz. Ich glaube, in so einer Kommunalpolitik, da kommt das ja immer so sagen, da hat man die ganze bunte Landschaft der Menschen. Was können Sie das bestätigen oder haben Sie ganz andere Herausforderungen, die Sie jetzt als einen Schwerpunkt sehen, Herr Krause? Also vielen Dank erstmal für die Einladung heute Abend, für diese sehr interessante Runde. Und mein Vorredner hat eigentlich schon vieles auch gesagt, was ich hätte auch gesagt. Okay.
Ich denke, ganz wichtig ist es, wir stehen vor ganz großen Herausforderungen. Ich denke, in den letzten Jahren nach dem Krieg, nach dem Wiederaufbau, haben wir bis jetzt nicht so große Herausforderungen gehabt, wie wir jetzt davor stehen. Zum einen ist es der Ausstieg aus der Kernenergie, zum anderen wollen wir jetzt aus der Kohle aussteigen, was ich natürlich auch richtig empfinde. Aber beides zusammen ist ein hehres Ziel. Und ich mache mir da schon so ein bisschen Sorgen, ob wir diesen Prozess so gestalten können. Und wichtig ist es für mich auch, dass man die Menschen mitnimmt. Also die Akzeptanz in der Bevölkerung ist ganz wichtig. Wenn wir auf Kohle verzichten, wenn wir auf Kernenergie verzichten, aber keiner vor seinem Haus eine Windkraftanlage haben will und wir selbst Probleme bei großen Solaranlagen schon haben, weil wir dort konkurrieren mit der Landwirtschaft, dann sehe ich natürlich sehr große Herausforderungen. Und wenn es uns nicht gelingt, den Menschen das zu erklären, dass wir Alternativen brauchen, um sozusagen auch die Zukunft zu gestalten, um unsere Kinder und Enkel, dass sie in einer gesunden Umwelt aufwachsen, dann sehe ich dieses Projekt gefährdet. Und es kann aus meiner Sicht sogar zu großen gesellschaftlichen Verwerfungen kommen. Sie haben jetzt sozusagen schon das zweite Mal das Thema Akzeptanz. Also sagen Sie, würden es bestätigen als einen wirklich der großen Herausforderungen. Wie sehen Sie das, Herr Besser? Sie sagen mal als Wirtschaftsunternehmen über die Akzeptanz hinaus, sehen Sie auch andere Schwerpunkte oder sagen Sie, das ist das Hauptthema oder gibt es auch so Konfliktpotenziale, die Sie vielleicht aus der Ingenieursbrille sozusagen vor sich sehen? Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, das ist durchaus so, wie Sie sagen. Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch die Aufklärung, was denn überhaupt hinter dem Begriff Energiewende steht. Da hat ja jeder so für sich sein eigenes Bild. Der eine sagt, ich muss keine Kohlen mehr schleppen. Der andere sagt, das Öl kommt aus dem Keller. Der dritte sagt, er fährt eben ein Elektroauto. Jeder hat ein eigenes Bild zum Thema Energiewende. Die meisten denken bei Energiewende, ich nehme die Glühlampen heraus, schraube in LED hinein und habe damit richtig viel getan. Das tut uns Ingenieuren natürlich weh, weil wir wissen, dass ungefähr ein Viertel der verbrauchten Energie im Haushalt nur der Strom ist und drei Viertel ungefähr die Wärme. Also die Energiewende ist eigentlich auch eine Wärmewende. Und die Energiewende beschränkt sich nicht nur darauf, die fossilen Energieträger zu verdammen, abzulösen und durch erneuerbare Energien zu ersetzen, sondern Energiewende heißt auch, Energieeffizienz zu steigern und Energieressourcen zu finden, Energieverbräuche zu senken. Auch das ist Thema der Energiewende, aber natürlich in der Öffentlichkeit nicht ganz so plakativ darzustellen. Ja. Einfacher ist es natürlich, die Themen Elektroauto, LED-Lampen und Ähnliches zu platzieren. Ja. Ich nehme sozusagen den Wunsch sozusagen der breiteren Diskussion, sagen wir auch noch in der Fachlichkeit, sozusagen einfach sich breiter aufzustellen als auf die reine Frage, was passiert mit Strom. Ja. Ein gutes Stichwort, Sie haben gerade gesagt, sozusagen jeder hat sein eigenes Bild zu dem Thema, was Energiewende ist, was die Herausforderungen sind. Auch Fridays for Future hat da sicherlich ein eigenes Bild oder die junge Generation von heute. Herr Hilse, was würden Sie dazu noch beitragen wollen, als ein Impuls aus Ihrer Sicht? Was ist für Sie die größte Herausforderung? Ganz persönlich, ich möchte diesen Punkt der Akzeptanz gerne nochmal unterstreichen. Ich finde auch, wir haben da ein riesiges Kommunikationsproblem, wenn wir über die Energiewende reden, wenn wir über den Klimawandel reden. Weil ich persönlich auch das Gefühl habe, die Politik, die versteckt sich auch ein bisschen hinter dieser allgemeinen Stimmung, die gerne aus der Bevölkerung herausgedeutet wird, dass die Menschen überhaupt nicht den Willen jetzt dazu haben, viel Energie in eine Energiewende zu stecken, generell in einen Strukturwandel zu stecken, um jetzt sowas Abstraktes wie ein Weltklima zu schützen. Und ich finde persönlich, da fehlt einfach auch die klare Absicht, warum brauchen wir diese Klimapolitik, warum brauchen wir konsequente Klimapolitik? Ich finde es sehr schade, dass da erst 10, 20 NGOs daherkommen müssen, die das erklären. Ich finde, das wäre eine Aufgabe, die die Politik eigentlich hat, das zu kommunizieren, gemeinsam mit der Wissenschaft, weil Wissenschaftskommunikation auch unglaublich wichtig ist, jetzt gerade in Zeiten von Fake-News-Kampagnen, wo 4, 5 Monate vor der Bundestagswahl nicht mal mehr differenziert werden kann, welcher Artikel über Annalena Baerbock stimmt denn jetzt überhaupt? Das ist ein riesiges Problem. Und dann sehe ich natürlich auch, dass die klimapolitischen Programme, wir hatten jetzt erst das Energie- und Klimaprogramm des Landes Sachsen 2021, dass die, ich will nicht sagen halbherzig gefasst werden, aber dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich mir dieses Programm so angeschaut habe,
ich sehe da als Zielstellung noch keine Klimaneutralität drin. Ich sehe da auch nicht, was da gern beschrieben wird, Paris-Konformität drin. Also da geht noch sehr viel. Und klar, wenn wir so ambitionierte Klimapolitik betreiben wollen, dann ist das wirklich das Wichtigste. Dann muss das klar und deutlich kommuniziert werden. Was auch wir zum Beispiel für Folgen hier in der Oberlausitz vom Klimawandel fürchten müssen. Aber im Kern zu sagen, um es mal, einzudampfen, geht es auch wieder um das Thema Kommunikation. Also das hat sich ja relativ häufig jetzt wieder gegeben, ne? Also das Thema Kommunikation. Ich würde ganz gern den Herrn Dr. Meyer nochmal mit ins Spiel bringen. Ich weiß nicht, ob wir den hier zuschalten oder ob ich sozusagen ins Dunkle spreche. Ah, da ist er. Ja, Herr Dr. Meyer, vielleicht ganz kurzes Statement auch nochmal von Ihnen dazu. Und vielleicht kann ich mal eine Brücke zu meiner nächsten Frage schon schlagen. Da dürfen Sie auch gern drauf eingehen. Da würde ich ganz gern, also gern auch Ihr Statement, aber der Herr Altmaier war ja gestern, glaube ich, beim Wirtschaftsforum Ost. Einer seiner wesentlichen Aussagen war, ob das jetzt nur für Ost gemünzt war, die Ostdeutschland wird ein Gewinner dieser Energiewende sein. Die Begründung, die er dazu geliefert hat, ja, es gibt eine gewisse Transformationsfähigkeit. Und die zweite Begründung, es gibt nicht so festgefahrene, lang eingefahrene Strukturen. Also er misst sozusagen Ostdeutschland eine besondere Rolle zu. Deswegen wäre meine Frage, die ich gerne anhängen möchte, welche Rolle spielen Startups und Forschungseinrichtungen im Energiesektor bei diesem Prozess für uns in Sachsen, in der Lausitz? Und wie kann man deren Ansiedlung in der Region vielleicht auch unterstützen? Ja, zunächst erstmal von meiner Seite auch einen schönen guten Abend und danke für die Einladung. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Können Sie das mal kurz bestätigen? Ja, alles gut. Okay. Ja, das ist natürlich alles richtig, was meine Vorredner gesagt haben. Ich wollte ähnlich wie Olaf Besser auch einsteigen und sagen, dass es auch eine Wärmewende ist, weil das vielfach vergessen wird, dass Energiewende nicht nur eine Stromwende, sondern eine Wärmewende ist. Ich will noch ergänzend eine Herausforderung beschreiben, die sich aus meiner Sicht auch in dem wiederfindet, dass wir gegenwärtig ja ein doch sehr auf zentrale, große Kraftwerke orientiertes Energiesystem haben. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Also wir haben mehrere größere Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke. Und die Energiewende wird zur Folge haben, dass wir viel dezentraler agieren, dass wir auch viel näher an Verbrauchern dran sind, bei den Verbrauchern auch teilweise die Energieerzeugung dann stattfindet, Umwandlung energietechnisch gesprochen. Und das hat zur Folge, dass vor allem auch im Bereich der Netze ganz viel passieren muss. Und das ist so meine Hauptkritik an dieser Energiewende, die seinerzeit ja nach Fukushima eingeleitet worden ist, wo ich der Auffassung bin, dass zunächst erstmal am Thema Energieeffizienz, da komme ich fachlich her, gearbeitet werden muss, weil die Energie, die nicht verbraucht wird, ist natürlich auch die beste, weil ich sie nicht vorher erzeugen muss. Und zum anderen braucht es dort dann auch Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze, die dieser neuen Energielandschaft gerecht werden. Das wollte ich einfach mal noch ergänzen als Herausforderung, die ich sehe. Und dann sind wir natürlich bei den Fragen der Akzeptanz und diesem geflügelten Wort not in my backyard, also nicht in meinem Vorgarten. Das ist ja beim Netzausbau dasselbe wie bei Windenergieanlagen. Und um auf Herrn Hilse einzugehen, es ist natürlich richtig, dass Politik kommunizieren muss. Aber Politik ist immer das Abbild der Gesellschaft, es sind Mehrheiten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man eben halt zur Kenntnis nimmt, dass die Menschen dahingehend auch teilweise anders ticken. Ich will das jetzt nicht verteidigen, aber man muss es einfach auch berücksichtigen, weil es nur gelingen kann, wenn die Akzeptanz da ist. Und deswegen ist es nicht eine einseitige Sache, die jetzt Politiker angeht, sondern wir müssen da alle mitziehen und alle das auch verstehen. Und es muss aber so sein, dass im Sinne der Nachhaltigkeit auch Wirtschaftlichkeit und soziale Aspekte mit berücksichtigt werden neben dem Umweltfaktor. Ja, und was jetzt Peter Altmaier angeht, das ist natürlich klar, dass ein Bundeswirtschaftsminister erstmal auch die Chancen herausstellt. Die sehe ich auch im Bereich des Strukturwandels, weil wir ganz einfach jetzt die Möglichkeit haben, mit neuen Technologien an den Start zu gehen, ein bisschen auch einen Vorsprung zu bekommen, weil wir eben halt hier vielleicht auch privilegiert Wasserstoffnutzung vorantreiben können, weil wir auch hier mit Großforschungseinrichtungen, aber halt auch mit der Hochschule Zittau-Görlitz, die seit vielen Jahren in dem Energiebereich sehr erfolgreich tätig ist, ja da auch historisch herkommt, dass wir hier eine Landschaft haben, die eben halt auch geeignet ist für Neuansiedlung, für Ausgründung, die sich dann im Bereich von Nischen hocharbeiten können und dann eben marktgerechte globale Lösungen
entwickeln können. Da bin ich guter Dinge, dass das gelingt, auch mit Technologie- und Gründerzentren wie in Bautzen, aber halt auch mit hochschulnahen Ausgründungen, die dann eben diese Ressourcen und auch die technischen Möglichkeiten nutzen, weil ein Startup, das wissen wir auch, hat zunächst erstmal die Herausforderung, genügend Investitionen bewerkstelligen zu können. Und wenn man da eben auf Anlagen zurückgreifen kann, die auf dem neuesten Stand der Technik sind und die zur Wissenschaft gehören, ist das ein gutes, attraktives Klima, um eben hier sein Startup zu gründen und nicht woanders hinzugehen. Ja, vielen Dank. Ich würde diese Frage gleich nochmal übernehmen und Herr Besser und auch dann vielleicht nochmal an den Herrn Professor Kratsch Ihnen die Frage stellen. Sie vertreten die Wissenschaft, Sie die Wirtschaft. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ist sozusagen die Sachsen und insbesondere die Lausitz, ist das ein Startup-Land? Was brauchen wir oder was brauchen Sie, um sozusagen neue Technologien zu entwickeln, um sagen wir auch die Wirtschaftskraft und die durchaus vorhandene Kompetenz, die in dieser Region, was das Thema Energie betrifft, ja da ist, in die richtigen Bahnen zu lenken? Was sind so Ihre Wünsche vielleicht, was Sie gern hätten? Naja, die Frage suggeriert ja, dass man sozusagen immer noch Energieregion ist. Man spricht immer von Energieregion Lausitz. Und stelle ich selbst diese Aussage ja in Frage. Ich glaube, wir sind schon seit 20, 30 Jahren nicht mehr wirklich diese Energieregion. Energie, wir haben es selber gerade festgestellt, sollte dezentral erzeugt werden, muss wahrscheinlich demnächst auch dezentral erzeugt werden, weil wir die gesamten Fortleitungsnetze nicht genügend haben. Also ich glaube, im Moment sind wir gar nicht mehr die Energieregion, die man schlechthin mit der Lausitz mal verbunden hat. Aber wir können es natürlich wieder werden. Im Moment werden die erneuerbaren Energien so als Technologie verdammt, die irgendetwas zerstören, die uns irgendetwas wegnehmen. Das muss aber nicht sein. Denn jede Krise kann natürlich auch eine Chance sein. Man muss aber natürlich den Regionen, die davon betroffen sind, auch die Möglichkeit geben, von der Zukunft teilzuhaben. Und da spreche ich jetzt explizit dieses Großforschungszentrum an für Zukunftsenergien, was in der Region Lausitz etabliert werden soll. So der gemeinsame Wille aller Beteiligten. Wäre natürlich schön, wenn dann diejenigen, die hier in Zittau studiert haben oder zurzeit studieren, auch ihre Zukunft hier in der Region sehen können. So, und insbesondere die Region Spremberg, Weißwasser, Hoyerswerda ist natürlich von den Tagebauern geprägt worden, entweder zurzeit noch oder man sieht die Narben der Vergangenheit jeden Tag, wenn man sich dort aufhält. Und da ist es natürlich sehr, sehr angebracht, dass man den Menschen in der Region sagt, jawohl, ihr habt die letzten Jahrzehnte dort gelebt, ihr habt teilweise viel verloren, gelitten, aber ihr könnt ja auch eine Zukunft haben. Da muss man aber natürlich als Staatsregierung auch Signale setzen und sagen, jawohl, hier wird wirklich was auf die Straße gebracht. Und das vermisse ich im Moment noch. Da geht sehr, sehr viel Geld natürlich in Ministerien verloren, wo man sagt, das sind Projekte, die sowieso schon seit Jahrzehnten auf irgendeiner Wunschliste standen. Und da gehört es eben, dass man sagt, wir packen jetzt wirklich irgendwas von diesen vielen Millionen hier in die Region. Das kann in Bautzen sein, es kann Hoyerswerda sein, Weißwasser, sicherlich auch Görlitz und Zittau gehören mit dazu. Aber das Geld muss hierher kommen. Und nicht nach Wildau, wo irgendwas vom RKI gebaut wird oder der berühmte Naumburger Dom, der mit Fördermitteln aus dem Strukturwandel aufgebaut wird. Also das sehen die Leute natürlich und dann zweifeln sie auch an der Energiewende. Also Botschaft ist dann sagen, die Politik auch nochmal achtet drauf, dass die Mittel auch fokussiert eingesetzt werden und sozusagen nicht jetzt zweckentfremdet werden. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch nochmal an Sie, Herr Professor Gratsch, teilen Sie die Auffassung, dass man sozusagen diesen Energieland- oder Energieregionstatus verloren hat und dass man Mühe hat, ihn wieder sozusagen oder sich zu erarbeiten oder zu behalten? Oder was sehen Sie also einen wichtigen Entwicklungspfad? Also ich würde gerne nach vorne gucken. Man würde nicht so sehr die Diskussion führen, was haben wir verloren oder was ist anders geworden. Wir haben als Ostdeutschland, wenn ich das mal so sage, definitiv in den, mit der Wende einen Bruch erlebt. Und das schlägt eben auch entgegen, wenn man mit einer gewissen Personenschicht, also die ein gewisses Alter haben, die das damals also live erlebt haben. Ich war 10 Jahre zur Wende. Ich kann das als reflektieren mit Küchentischgesprächen meiner Eltern. Aber andere, die da mitten im Leben standen, Verantwortung für Familie und andere Dinge hatten, für die war das ein krasser Bruch.
Und dass die Menschen jetzt große Angst haben davor, ob das wieder so wird, das kann ich nachvollziehen. Und deswegen bin ich da völlig beim Herrn Besser. Es macht keinen Sinn, wenn die Lausitz, wenn das Revier fremd beglückt wird. Ja. Also dafür trete ich sehr, sehr offensiv und zum Teil auch etwas aggressiv ein. Es ist ganz wichtig, dass diese Entwicklungen mit den Menschen aus der Region heraus passiert. Und damit muss das Geld auch herkommen. Und wir müssen an Dinge anknüpfen, die wir hier traditionell haben. Wir haben Industrie, wir haben heute einen Vertreter hier, wir haben viel Kraftwerk-Instandhaltungsindustrie in der Region, wir haben viel Automobilzulieferer in der Region. Wir haben Recycler in der Region, aber das sind die Menschen, die hier leben, die hier eine Motivation haben, das weiterzutreiben. Und das sollte unterstützt werden. Darüber nachzudenken, was man in die Lausitz exportieren könnte oder importieren könnte, je nach Standpunkt, um dann hier einen Wirtschaftskreislauf aufzubauen, das greift aus meiner Sicht zu kurz, weil es an den Menschen oder die Gefahr sehr groß ist, dass es an den Menschen vorbeigeht. Ich bin der Meinung, dass die Politik eine ganze Menge gemacht hat. Die Ansiedlung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Region ist ein ganz wichtiger Schritt, um das Gründertum anzuschieben. Eine Hochschule für angewandte Wissenschaften wie die Hochschule Zittau-Görlitz. Wir haben natürlich eine Gründerakademie und Gründerzentrum und. Das sind alles projektfinanzierte Dinge. Also es ist nicht möglich, das aus Haushaltsmitteln des Freistaates zu finanzieren. Somit lebt das davon, wie erfolgreich wir bei Projekten sind. Da wir das seit fast 20 Jahren mit Projekten machen. Es haben wir einen gewissen Erfolg, aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich mit Fraunhofer, mit DLR, mit Helmholtz-Gemeinschaft zusammenarbeiten kann. Und da denke ich schon, dass es insbesondere im wertschöpfenden technologischen Bereich gelingt, mehr Ausgründungen zu machen. Die Hochschule hat relativ viele Ausgründungen. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass die insbesondere im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich sind. Ja. Was natürlich trotzdem ein wichtiges Signal in die Region ist, einen wichtigen Part abdeckt. Aber es gehört eben nicht unbedingt zu dem Bereich der Industrie, den wir hier irgendwie substituieren müssen. Mhm. Wir diskutieren das auch in der Hochschule sehr intensiv. Wir müssen uns all die Dinge wie Pflege, Gesundheitswissenschaften und leisten können. Weil das alles Dinge sind, die dann auch in der Wertschöpfung von Steuern abhängen. Oder von Beiträgen, von Sozialversicherungsbeiträgen. Und diese werden eingespült durch Industrie, durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Unternehmer, die in der Industrie tätig sind, ihre Steuern und Abgaben bezahlen, damit wir unseren gesellschaftlichen Auftrag wahrnehmen können und eben auch als Gesellschaft uns auch weiterentwickeln können und auch ein Zusammenhalt da ist. Und das ist ein wesentlicher Punkt und damit ist natürlich die Energiewende, hat diese Dinge ja doch schon hier und da aus meiner Sicht auch gefährlich ins Wanken gebracht. Also weil wir reden über tarifgebundene, hochbezahlte Jobs. Mhm. Also ich habe da auch noch eigene Beispiele, die ich anbringen kann, wo ich sage, die Zusammenarbeit mit der Nuklear- und Kohleindustrie in der Vergangenheit hat auch den Hochschulen ganz massiv geholfen. Natürlich. Weil viele Dinge einfach durch die Industrie in Labors und finanziert wurden, direkt. Mhm. Das heißt, die sind nie dem Steuerzahler anheimgefallen. Ersatz für Laborgeräte und. Das ist jetzt nicht mehr. Und die Industrie, die im erneuerbaren Bereich ist, die ist in der Entwicklung. Die wird sicher irgendwann stark werden. Es gibt schon starke Player. Aber die Leistungsfähigkeit, die da einst da war, die ist so nicht mehr gegeben. Also ich nehme daraus mit, sozusagen auch hier nochmal fokussiert die Fördermittel, also auf das Sinnvolle, nutzt es mit den Menschen und sorgt dafür, dass das, was man sozusagen an Know-how aufgebaut hat, auch in Wertschöpfung kommt, um sozusagen dann sagen wir auch weitere Entwicklungen zu fördern. Das ist eine schöne Überleitung, weil sagen wir, Sie machen das ja mit der Ausbildung. Sie haben vor uns auch den Hochschulanspruch, wir bilden aus und wir kommunizieren und transformieren. Deswegen nochmal an Alexander Hülse. Wie kann man denn die junge Generation, die ihre Zukunft hoffentlich in dieser Region sieht und verbringen wird, in den Prozess dieses Strukturwandels einbeziehen? Und da meine ich jetzt tatsächlich auch, wie kann man sie gewinnen, etwas mitzutun über, ich sage es mal ganz bewusst, die Politikschelte hinaus. Weil die Generation von heute, die in 8 Jahren ist es die arbeiten und die Wertschöpfung machen. Also wie gewinnen wir die, damit die da mitwirken? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich stelle mir diese Frage auch selber häufig, weil es schon im Rahmen von Aktivismus und dem politischen Engagement ist es schon schwierig, die Jugendlichen zu aktivieren, da wirklich mitzumachen. Ich sehe selber
den Trend, dass die Jugend häufig zum Studieren auswärts dann sich irgendwo eine schöne Zwischenbleibe sucht und dann nach einigen Jahren auch wieder gerne zurückkommt, gerade weil man halt eine, also ich glaube es, ich bin ja auch nur hier aufgewachsen, aber ich glaube, man hat schon als Oberlausitzer, Oberlausitzerin eine andere Heimatverbundenheit und irgendwie einen anderen Lokalpatriotismus. Das muss nicht immer was Gutes sein. Aber ich bin da optimistisch, dass viele Jugendliche auch dadurch wahrscheinlich hier gehalten werden. Und was wir definitiv brauchen, sind halt wirklich diese Hochschulangebote, also Bildungsangebote. Muss ich's? Ja, da muss ich draufhauen. Die halt dann auch hier entsprechend dann mit Arbeitsplätzen verbunden sein müssen. Also Arbeitsplätze ist dann immer die Frage, was ist die Perspektive? Das kann ich nachvollziehen. Ja. Für mich stellt sich die Frage, ich würde ja gerne nochmal ergänzen, wie gelingt es? Ich meine, die meisten von uns wissen, wovon wir sprechen. Es ist immer schwer, auch Ingenieure zu bekommen. Wie gelingt es uns auch, Menschen dafür zu begeistern, nicht nur, das muss auch sein, nicht nur, sagen wir, für das Klima zu demonstrieren, sondern daran mitzuwirken, dass man diese Technologien entwickelt. Weil am Ende ist es ja nur, also das praktische Umsetzen ist das Problem. Ich glaube, am Wollen scheitert es ja vielleicht gar nicht. Ich frage, wie gewinnen wir einen Großteil dieser Jugend zu sagen, ja okay, ich engagiere mich ganz faktisch. Ich lerne ordentlich Mathematik, Physik und anderes. Ich brauche die Geisteswissenschaften. Aber wie motivieren wir die da vielleicht auch in diese technischen Dinge zu gehen und die Zukunft zu verändern? Gibt es da ein Rezept? Was würden Sie sich wünschen? Also ein Rezept gibt es. Das beste Rezept, was ich persönlich auch mitbekommen habe, war im Grunde die ganz direkte Werbung bzw. Kooperation mit der Hochschule. Jetzt in meinem Fall vom Christian-Weise-Gymnasium Zittau. Dass es da halt auch wirklich dann diesen Ansporn gab hier, ihr könnt direkt vor Ort im Grunde was für die Region tun. Insofern kann ich vielleicht zurückgeben, das funktioniert ganz gut. Aber ansonsten ist es natürlich schwierig, jetzt Leute direkt von einem bestimmten, ja, von einer bestimmten Branche zu überzeugen, hier kommt hier hin. Und es sind ja, gerade wenn es jetzt um die Energiewende geht, wenn es jetzt ja, um Energiegewinnung geht, nicht alle Jugendlichen unbedingt in diesen technischen Bereich interessiert. Beziehungsweise muss ich mich ja auch ein bisschen mit einnehmen. Also man muss einfach auch im Rahmen von der, ja, im Rahmen von der Energiewende gucken, dass man da alle Bereiche mitnimmt. Und ich kann jetzt leider auch kein Rezept, also ein Rezept kann ich nicht bieten, okay, wie man da wirklich Jugendliche abholen kann. Das war ein Versuch. Vielleicht kann man ja genau in der Generation, die sich für das Klima einsetzt, sozusagen auch Verbündete finden, die sich engagieren. Ja, bevor ich sozusagen zu Herrn Krause komme, habe ich noch eine Frage. Bin nur, sag mal, gebeten worden an alle, die sagen, zuschauen. Fragen kann man stellen unter www.sli.do/de und der Eventcode dazu ist Energieforum. Also jeder, der hier an die, auch an die hier Mitdiskutanten Fragen hat, mag sie gerne da einstellen. Wir werden hier im Rahmen der Diskussion nochmal die Gelegenheit haben, auf die eine oder andere Frage einzugehen. Jetzt haben wir viel, sagen wir, über technische Themen, über Bildung, Weiterbildung gesprochen. Herr Krause, welche Rolle spielen eigentlich die Kommunen bei der Energiewende und auch bei dem Strukturwandel? Und hier meine ich sozusagen auch die vielfältige Funktion der Kommune, ne? Also vom sozialen Zusammenhalt über den Wohnungsgeber, über die Infrastruktur. Also wo sehen Sie A, Ihre Rolle, aber B, auch Ihre Betroffenheit? Also ich hatte vorhin noch einen Satz, den ich sagen wollte, damit kann ich jetzt sagen. Ja. Ich denke, Klimawandel muss in jeden oder muss bei jedem ankommen, muss in jeden Haushalt ankommen, muss auf jedem Grundstück ankommen. Denn wenn man im Kleinen damit anfängt, kann man natürlich etwas Großes bewegen. Und dann hat man auch die Akzeptanz, was wir vorhin diskutiert hatten, und kann die Bürger natürlich auch mitnehmen. Ja, Strukturwandel, das ist zurzeit bei mir ein großes Reizthema, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich will mal das kurz fassen. Wir wurden etwa vor 2 Jahren vom Landkreis gebeten, Projektvorschläge einzureichen für den angehenden Strukturwandel, also für diesen Strukturfonds. Und ich denke, und ich möchte da für meine Kollegen Bürgermeister mitsprechen, das hat jeder in seiner, in jedem Gemeinderat, in jedem Stadtrat gemacht. Da war man fleißig, da hat man zusammengetragen, hat Ideen gesammelt und hat sich eigene Gedanken gemacht, wie kann ich als einzelne Kommune den Strukturwandel begleiten. Was ist daraus geworden? Das ist immer die Frage, die sich in der Politik stellt. Zurzeit gibt es eine große Enttäuschung, zumindest in der kommunalen Familie.
Und ohne da aus dem Nähkästchen zu plaudern, gibt es also einen sehr großen Unmut unter den Kollegen. Und es ist also kein Geheimnis, dass wir also im Kollegenkreis darüber sehr oft diskutieren und sprechen. Und das, was man uns suggeriert hat am Anfang dieses Strukturwandels, mit diesem sozusagen großen Paket, was von der Bundesregierung kommt und dann über die Länder ratifiziert wurde, von dem ist aus unserer Sicht nicht mehr viel geblieben. Und man stellt sich jetzt wirklich die Frage, es kam das Beispiel, Naumburger Dom, habe ich auch gehört, dass damit der Naumburger Dom wohl mit saniert werden soll. Es gibt andere Beispiele, ich möchte jetzt aber hier bitte keins so titulieren. Aber wir fühlen uns da ein bisschen alleingelassen und wir finden auch, dass der Prozess, jedenfalls derzeit, ich hoffe, es gibt hier noch eine Änderung, nicht transparent ist gegenüber den Kommunen. Der Freistaat hat also natürlich auch Ambitionen, das kann er auch haben, hat natürlich hier auch große Projekte, die er in der Schublade hat. Und ich denke, und das, ich hoffe, dass ich am Ende nicht recht habe, die Kommunen werden von dem großen Stück Kuchen nicht mehr viel abbekommen. Sodass die ganzen Projekte, die wir in den Kommunalparlamenten diskutiert haben, absurdum sind und dass man sich dann hinstellen muss, jeder Bürgermeister für sich in den Gemeinderäten, in den Stadträten und sagen, tut uns leid, dass ihr so fleißig wart, aber von den Projekten, die wir einreichen, wird wahrscheinlich keins genehmigt. Ganz wichtig in den Kommunen ist es nämlich auch, und dort wird auch viel Wertschöpfung gemacht. Das sind die weichen Standortfaktoren und das sind natürlich auch Investitionen, die wir auch in dem kommunalen Bereich brauchen. Und ich sage auch eins noch, ich bin nicht zufrieden mit dem ÖPNV. Wenn man von Dresden Richtung Osten fährt, also Richtung Zittau, Richtung Görlitz, ist das bedeutend schlechter, als wenn man das Elbtal hoch und runter fährt. Und das ist schon seit langem auch ein Dorn im Auge, dass man den ÖPNV Richtung Oberlausitz, Richtung Niederschlesien ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und ÖPNV ist auch ganz wichtig für junge Leute. Die bleiben nämlich dann in der Region, wenn sie eine schnelle Verbindung in die Metropolen haben, also Dresden, Leipzig und andere Städte. Und dann kann man die Jugend, auch die heimatverbunden ist, auch auf dem Land halten. Das ist vielleicht auch nochmal eine gute Brücke. Ich glaube, jetzt kam ja auch die Frage Start-ups, Ansiedlungspolitik, wie bringe ich Firmen in die Region? Und dazu gehört natürlich auch eine lebenswerte Infrastruktur, sonst gehen die jungen Leute einfach woanders hin. Und ich kann auch keine herholen. Wir hatten das vorhin mal in der Vordiskussion, wie kommt ein Professor an eine Universität, wenn das drumherum vielleicht nicht stimmt. Genau. Also ganz wichtiger Punkt, vielen Dank dafür. Ich würde noch mal einen kleinen Sprung zu Ihnen machen, Herr Besser. Sie haben vorhin, aus meiner Sicht, spricht mir so ein bisschen aus dem Herzen, gesagt, naja, alle reden über Strom und alles Mögliche. Energiewende ist auch im Wesentlichen Teil Wärmewende. Was sehen Sie aus Ihrer Sicht? Was sind so maßgebliche Sachen, die technologisch erforderlich sind, die vielleicht auch bei der Gestaltung der Energiewende besonders ausgebaut oder gefördert werden sollten, also weil sie doch einen großen Hebel haben? Na, ganz wichtig sind natürlich die Themen Speicher, also Stromspeicher, Wärmespeicher sind ganz wichtig. Wichtig sind natürlich Förderprogramme auch für die Industrie, aber nur als Anreiz, also nicht so wie in den letzten Jahren die PV-Förderung, natürlich dazu geführt hat, dass diese Technologie auf Teufel hinaus gefördert wurde und dann natürlich der Einbruch kam. Ganz wichtig ist für die Industrie, dass man die Jahre vor und nach einer Bundestagswahl nicht als verlorene Jahre ansehen muss, weil im Moment werden alle Förderprogramme ja im Moment in Frage gestellt. Man weiß nicht, ja, ändert sich was nach der nächsten Wahl, warte ich lieber ab. Könnte schlechter, könnte besser werden, weil Projekte im energetischen Bereich dauern immer viele Jahre, 2-3 Jahre mindestens, eh so eine Idee vom Reifen bis dann auf die Straße oder ins Dorf oder in die Stadt kommt. Also geben Sie uns einfach mehr Zeit. Die Politik ist im Moment getrieben, sie reagiert nur, sie agiert nicht mehr, ist unser Eindruck. Sie wird von allen möglichen Einflüssen von außen getrieben und die Botschaft ist einfach, geben Sie uns mehr Zeit, geben Sie auch, die Bevölkerung braucht auch mehr Zeit zum Begreifen der Energiewende. So eine Energiewende in 10 Jahren durchzuziehen, das ist kaum zu schaffen. Geben Sie uns 20, 30 Jahre. Die anderen Technologien, sag mal von der Mechanik zur Pneumatik, zur Hydraulik, haben ja auch mehrere Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte gedauert. Geben Sie uns doch einfach mehr Zeit, dass man sagt, so eine Energiewende ist ja auch ein Technologiewechsel.
sag mal, von der Industrie 2.0 auf 4.0, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, was da so alles für Schlagwörter gibt, das schafft man nicht in 10 Jahren. Das überfordert die Industrie, das überfordert aber auch die Bevölkerung. So einfach mal ein bisschen mehr Demut vor der Größe der Aufgabe und nicht den Willen, dass man alles in einer Legislaturperiode erreicht. Mhm. Gern, Herr Professor Gatsch. Also das will ich wirklich ganz dick unterstreichen. Es fehlt generell bei der gesamten Energiewende das Evolutionäre einer Technologie. Wir sind seinerzeit nicht aus dem Pferdetransport ausgestiegen mit einem Ausstiegsdatum und haben auf Lokomotive umgestellt, sondern das hat sich entwickelt aus ganz verschiedenen Gründen. Und das fehlt bei der Energiewende in Deutschland gänzlich. Es ist politisch erzwungen, warum auch immer. Und jetzt stehen wir da und ich höre das öfter, dass die Industrie sagt, das können wir nicht machen. Wir haben keine Ingenieure, wir haben niemanden, der das macht. Ne? Und das ist auch der Wunsch, den wir finden als Hochschule, wir begrüßen sehr die University for Future oder Fridays for Future Bewegung, auch der Herr Hilse hat die University for, oder Students for Future an der Hochschule etabliert. Das ist ganz wichtig. Wir müssen den jungen Menschen klar machen, du musst etwas tun im Studium, damit du dann mitarbeiten kannst. Evolution betreiben kannst in der Wissenschaft, in der Technik, um die Technologien auf die Straße zu bringen. Und das ist eben nun mal ein Ingenieurstudium. Daran werden wir nicht vorbeikommen. Dabei bleibt es. Und wenn es uns nicht gelingt, diesen Turn in der jungen Gesellschaft zu organisieren, bei den jungen Menschen, dann gehen uns die Fachkräfte aus und wir werden noch langsamer. Und da können wir Daten festlegen, wie wir wollen. Zum Schluss wird uns die Netzfrequenz, die wir messen, bei 50 Hertz zeigen, ob wir die 2038 noch haben oder ob wir irgendwo bei 48 Hertz sind und kein Stromnetz mehr haben. Genau. Das ist ganz einfach. Das ist Physik. Das bleibt, egal was man gesellschaftlich will. Also zwei Statements nochmal und da würde ich ganz gerne auch dann zu Herrn Dr. Mayer auch nochmal überleiten. Also Statement 1, etwas mehr Berechenbarkeit, Stabilität in der Last auch, sagen wir, die Akteure etwas tun und sozusagen nicht von Ansage zu Ansage hetzen. Und arbeitet nachhaltig, entwickelt sozusagen die Menschen mit. Das wäre nochmal der Anschluss an den Anfang. Herr Dr. Mayer, da würde ich sozusagen ganz gerne anknüpfen an die Politik. Jetzt gab es so ein bisschen versteckte Politik-Schelte. Also fassen wir ganz kurz zusammen. Werden die Mittel richtig eingesetzt, die durchaus sagen wir, üppigen Strukturwandelmittel? Zweite Frage war, wie berechenbar ist man denn? Kann sich ein Unternehmen oder auch eine Kommune überhaupt darauf einstellen? Also wie iterativ sind die Prozesse oder wie schnelllebig sind die Prozesse? Und ich würde ganz gerne auch nochmal ergänzen, welche Rolle hat eigentlich die Politik in der Frage der Technologieoffenheit? Ist es nicht doch eine Evolution? Das haben wir hier schon ein paar Mal gehört, weil ich sage mal so, ich bin sicherlich ein Fan von Wasserstofftechnologie, aber momentan habe ich persönlich auch den Eindruck, es gibt nur noch Wasserstofftechnologie und es gibt nichts anderes mehr. Und ja, wie sieht das Politik? Weil Politik setzt ja diese Zielstellungen und Fördertöpfe auf. Ja, ich muss sagen, wir liegen da gar nicht weit auseinander, was vielleicht auch daran liegt, dass ich ja selber aus der Region komme, in Oderwitz bei Zittau lebe und für die Region im Landtag bin. Und das, was Herr Krause als Bürgermeister beschrieben hat, diese Ernüchterung, die muss ich sagen, die gibt es auch bei mir, weil 2018 durch den Kohlekompromiss eine riesige Erwartungshaltung geschürt worden ist, auch gegenüber dem Freistaat. Wir sind davon ausgegangen als Freistaat Sachsen, dass das so ähnlich läuft wie bei den SOBITs, also diese Sonderbedarfsergänzungszuweisung, dass also die Strukturwandelregionen Geld bekommen, diese 40 Milliarden. Und die dann entsprechend frei eingesetzt werden können. Dass Unternehmen unterstützt werden können, dass öffentliche Träger unterstützt werden können. Und im Zuge der 3 Jahre, die bis jetzt vergangen sind, hat sich das alles viel stärker verdichtet, leider. Und wir sind jetzt in einem Punkt, dass eben halt größtenteils öffentliche Investitionen begleitet werden dürfen, sehr fachlich getriebene, über die Bundesressorts abgestimmte Projekte umgesetzt werden können. Und das ist natürlich nicht das, was Herr Krause und seine Kollegen und auch ich erwartet haben und was wahrscheinlich auch notwendig ist für den Strukturwandel.
Ich habe heute einen Brief geschrieben an Peter Altmaier, weil ich den morgen sehe in Weißwasser. Den werde ich ihm dort übergeben und aber auch ansprechen, weil genau das, was wir hier diskutieren, ist auch das, was mich umtreibt. Und ich mache da keinen Hehl auch aus meiner Kritik, weil letztlich kann es nicht sein, dass Projekte, Herr Besser hat es ja angesprochen, wie beispielsweise unsere Bundesstraße 178, die seit Jahrzehnten im Bundesverkehrswegeplan drinsteht, jetzt plötzlich aus Strukturmitteln bezahlt werden soll. Das ist sicherlich eine Strukturentwicklungsmaßnahme, aber es ist etwas, was eben hätte schon auch ohne den Kohleausstieg kommen sollen. Und deswegen müssen wir an der Stelle als Region auch hart bleiben, gegenüber dem Bund, aber auch gegenüber dem Freistaat, dass eben diese Zusätzlichkeit auch gewahrt wird und dass wir mit diesen Mitteln, die zugesagt worden sind, auch Neues anstoßen können und vor allem auch das anstoßen, was ja hier die Runde auch verstärkt gesagt hat, nämlich was aus der Region heraus entwickelt und mit den Trägern umgesetzt werden kann. Also mit unseren Akteuren wie der Hochschule, mit den Kommunen muss das umgesetzt werden. Und deswegen, glaube ich, gilt es auch, den Prozess immer wieder nachzujustieren. Es sind ja Evaluationszeitpunkte eingebaut in das Strukturförderungsgesetz und von daher gibt es dort auch Möglichkeiten, nochmal nachzujustieren und auch Förderungen umzustellen. Also ich bin dahingehend, was die Kritik angeht, ganz bei Ihnen und wir müssen da an einer Seite tatsächlich zum Erfolg geführt wird. Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht da nochmal anknüpfende Frage an Sie. Der Freistaat hat ja nun mit dem Klimaschutzpaket etwas auf den Tisch gelegt. Da kann man mehr oder weniger zufrieden darüber sein. Es gibt sicherlich sehr unterschiedliche Ansichten. Er hat den Wärmebereich dort nur gestreift, hat immer ein paar Aussagen getroffen zum Thema Kraft-Wärme-Kopplung. Ansonsten aber relativ wenig. Und zum Gebäude habe ich jetzt gar nicht so viel in Erinnerung, wenn ich die Seiten so mir vor Augen halte. Was glauben Sie, Herr Dr. Meyer, was im Gebäudebereich und bei der Strom- und Wärmeerzeugung, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Gebäudehülle und der Wärmeversorgung, eigentlich noch unternommen werden muss, um überhaupt diese Klimaziele zu erreichen? Kommt da noch mal was oder ist da etwas in Bearbeitung? Wissen Sie das? Ja, ich bin schon der Meinung, dass eigentlich fast der größere Teil dieser Energiewende eine Wärmewende ist und wir natürlich auch einen großen Altbaubestand haben, wo es oftmals auch aus Denkmalschutzgründen schwierig ist, diese heutigen Wärmestandards oder Energieeffizienzstandards zu erfüllen. Also dahingehend, glaube ich, wird es vor allem auch im Bereich Neubau eine Rolle spielen und letztlich auch eine Gesamtenergiebilanz immer zu ziehen sein. Also wir haben ja auch vielfach im Baubereich Materialien, die sehr energieintensiv in der Herstellung sind. Mittlerweile gibt es dahingehend auch Ansätze, die dem in nichts nachstehen, mit Verbundwerkstoffen, mit dem verstärkten Thema der Holznutzung, was auch den Freistaat jetzt umtreibt, mit dem Holzbaukompetenzzentrum. Also ich glaube, da geht es auch um neue Gebäude und die Art und Weise zu bauen und dort eben halt auch so zu bauen, dass möglichst wenig externe Wärme notwendig ist. Ich glaube, dahingehend ist es wichtig. Ich will aber noch mal einen Aspekt ergänzen, weil Alexander Gratsch und Herr Besser ja auch von dieser Evolution sprachen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich denke, es braucht auch in gewisser Weise revolutionäre Ansätze. Sie haben zu Recht gesagt, Wasserstoff ist das geflügelte Wort, wird inflationär verwendet. Ich denke, wir müssen auch unkonventionelle Ansätze prüfen. Ich bin in meiner Arbeit über die Agentur für Sprunginnovationen auf einen interessanten Ansatz eines Höhenwindrades gestoßen. Also ein Windrad mit einer Nabenhöhe von 400 Metern, was erstmal sehr verrückt klingt. Aber der Punkt ist, dass dort oben in dieser Höhe kontinuierlich Wind weht und wir eben halt diese Diskontinuität nicht unbedingt haben. Und letztlich solche Ansätze, wenn sie hier Akzeptanz finden, wenn sie hier auch zur Umsetzung führen, auch ein riesiges Wertschöpfungspotenzial haben, wenn das dann eine weltweite Option wäre. Und ich glaube, wenn man solche Dinge mitdenkt und nicht gänzlich ausschließt, dann hat man auch Energieerzeugung auf andere Art und Weise, die wir heute eben halt so noch nicht wahrnehmen. Weil andere Länder werden uns gewisse Dynamiken vormachen und letztlich Technologien an den Start bringen, wo wir nicht als Europa, als Deutschland hinterherhängen dürfen. Also von daher, Evolution und die Zeit ist richtig, dass man die braucht, um Menschen und Industrie mitzunehmen. Aber wir müssen uns natürlich auch darauf konzentrieren, dass die Innovationszyklen
relativ kurz geworden sind weltweit und auch im Energiebereich ist. Ja, vielen Dank. Also der Appell kommt auch an, sozusagen Evolution zu verbinden mit Revolution. Und vielleicht kann das ja auch die Rolle sozusagen des politischen Rahmens sein, die Revolutionären, also die Sachen, die vielleicht noch nicht wirtschaftlich sind und lange dauern, auch mit anzutreiben. Dann sind wir wieder bei dem Thema Wasserstoff, es vielleicht voranzubringen. In der Praxis, in der Umsetzung, wir hatten jetzt das Thema Gebäudebereich, Energieeffizienz, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat vorhin, der allererste Weg, ich glaube, der Herr Dr. Meyer selbst, der allererste Weg ist die Vermeidung sozusagen von Energieverwendung oder Verschwendung. Da ist die Frage für mich, Herr Grause, Sie haben sich ja auch viele Jahre damit beschäftigt in Ihrer Kommune, welche realen Handlungsspielräume haben Kommunen eigentlich und Unternehmen sicherlich auch, aber fangen wir doch mal mit den Kommunen an. Also was ist real möglich in dem, was sagen wir, Ihr Umfeld erlaubt? Ja, wir sind eine kleine Kommune und wirtschaftlich auch nicht so stark aufgestellt. Also haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, auch bei Energievermeidung. Und wir haben als erstes mal ganz simpel, wir haben eine Ist-Analyse gemacht. Wir haben also unsere Verbräuche kontinuierlich gemessen. Und erst wöchentlich, dann war das ein bisschen zu stressig, dann haben wir das monatlich gemacht und haben die dann natürlich auch ausgewertet und sind auf manche interessante Sache gestoßen und haben dort natürlich auch Benutzer definiert, sozusagen einige Regelungen getroffen und haben dort auch gemerkt, dass doch ein paar Bürger oder Menschen, wie soll ich es jetzt, ich will es nicht zu genau sagen, wir adapt haben, dass die also der Energieverbrauch in der Kommune ihnen egal war, weil sie es haben nicht bezahlen müssen. Also das war schon mal sehr interessant und man kann mit solchen einfachen Dingen, Benutzer definiert und eben auch die Kontrolle von Energieverbräuchen, mindestens 10-20% des Energieverbrauchs, also auch vor allen Dingen Wärme, einsparen. Das ist also sehr interessant. Das haben wir gemacht. Dann haben wir auch 1-2 Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung geschult, haben sie zum Energiemanager geschult durch eine Agentur. Das lief dann über die SAENA. Das war ein Pilotprojekt. Hat auch viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Ich selber war auch einer der Energiemanager, weil ich mich natürlich vor den Karren spannen wollte. Und da hat man auch so manche Dinge gelernt und konnte das dann auch in der Praxis anwenden. Ja, und dann vielleicht noch eine Sache am Anfang der Tätigkeit, wo wir angefangen haben. Wir haben uns alle kommunalen Dächer angeguckt, haben geschaut, was liegt Richtung Süden und haben die also mit Photovoltaik belegen lassen. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben die Dächer vermietet, verpachtet. Wir hätten es vielleicht selber machen sollen als Kommune, dann ja, wäre der Effekt noch größer gewesen. Das muss ich heute natürlich auch zugeben. Das ist ein Lernprozess gewesen, würde ich heute anders machen. Ja. Aber zumindest haben wir was gemacht. Und wenn man durch Großharder fährt, sind also fast alle kommunalen Dächer, die es ermöglichen, mit Photovoltaik belegt. Also das ist, glaube ich, auch herausragend, gerade in den ländlichen Strukturen, das, was Sie da gemacht haben. Und ja, man zahlt ja Lehrgeld dabei, ne, bei diesen Entwicklungen. Ich glaube, Entschuldigung, mir fällt gerade noch was ein. Das ist eigentlich auch ja ein bisschen lustig oder spaßig auch. Ich war also in der Schule bei uns und habe also mit der damaligen Direktorin gesprochen, Grundschule. Ich habe gesagt, könnt ihr euch vorstellen, ein 50-50-Projekt zu machen? Das hatte ich in diesem Lehrgang gelernt. Das hatte man in Baden-Württemberg in einer Schule gemacht. Haben wir also nicht selbst erfunden. Und das heißt also, wir haben den Jahresverbrauch der Schule von 2012 zugrunde gelegt und haben dann ab 2013 geguckt, ob die Kinder Energie eingespart haben, indem sie also das Licht ausgemacht haben, indem sie also die Heizung ein bisschen reguliert haben, wenn sie aus dem Zimmer rausgegangen sind, natürlich mit der Lehrerin. Da gab es dann einen Lüftungsverantwortlichen, den gibt es heute noch. Dann gab es so ein kleines Energiekollektiv oder Energieteam, was man dort gebildet hat. Die Kinder haben dann Piktogramme natürlich auch gebastelt und haben sie überall an die Schalter mit hingehangen. Und tatsächlich, wir haben dort also Energie gespart. Und das haben wir dann natürlich in Euro umgerechnet. Und die Hälfte dieses Betrages ist dann sozusagen der Schule zur Verwendung gegangen, als freie Verwendung. Dann haben die damit irgendwas machen können und die andere Hälfte ist dann zurück in den Gemeindehaushalt gegangen. Das sind kleine Beträge, aber ich denke, hier geht es nicht nur ums Geld, hier geht es darum, die jungen Leute, also die Schüler schon mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Energie beizubringen. Und da gibt es eine lustige Story, da ist dann ein Mädchen nach Hause gegangen und hat dann zu Hause überall das Licht ausgemacht
Und die Eltern haben natürlich gefragt, warum machst du das? Naja, ich soll Energie sparen und wir machen das in der Schule jetzt auch so. Also die haben das dann auch zu Hause natürlich teilweise ausgelebt. Und das war dann so ein schöner Nebeneffekt, wo ich dann auch geschmunzelt habe. Mhm. Ich hätte gleich noch eine Frage, die kam tatsächlich aus dem Publikum. Auch an Sie, Herr Krause, ist den Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern allgemein, aber Sie sind ja der Einzige hier, bekannt, dass je Windenergieanlage 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr an Einnahmen generiert werden können. Ich kann es jetzt sozusagen nicht bestätigen, kenne mich da nicht so gut aus, aber haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Ja, diese Aussage ist sehr pauschal natürlich. Es kommt immer darauf an, wo steht das Windkraftwerk, wie groß ist es, was ist für eine Anlage, was wirft es für einen Ertrag ab, und jetzt bin ich kein Steuerberater. Aber ich habe mir immer sagen lassen, dass natürlich die ersten Jahre, das kommt immer ein bisschen auf den Betreiber drauf an, man natürlich auch Sonderabschreibung machen kann und dass man die ersten Jahre natürlich relativ wenig von Gewerbesteuer bekommt. Aber ja, wir wissen, dass als Kommune, dass Windkrafträder auch wirtschaftlich betrieben werden und dann natürlich auch Gewerbesteuer abwerfen. Ja. Wir haben in der Gemeinde 3 Stück. Das ist ja schon mal was. Das macht auch sicherlich auch den einen oder anderen Ärger. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen abgegangen ist. Genau. Es war nicht konfliktfrei. Ja. Ja, wir sind eigentlich jetzt schon ziemlich am Ende sozusagen unserer Diskussionszeit. Ich habe hier so einen Zettel bekommen, dass ich ein bisschen auf die Uhr achte. Ich würde ganz gern die Runde nochmal beschließen, indem wir einen gemeinsamen Ausblick wagen. Und das wäre nochmal eine Runde, wo jeder nochmal so ein Statement abgeben könnte. Ich möchte es gar nicht so sklavisch vorgeben. Die Frage, die sich für mich sozusagen stellt, ist, hat die Tausitz auch zukünftig ein vielleicht Alleinstellungsmerkmal oder auch nicht im Energiebereich, also eine wesentliche Rolle, wird also eine herausgehobene Stellung einnehmen, und wie sieht die Zukunft Sachsens als Energieland aus? Wir haben jetzt schon gesagt, ob Energieland noch der richtige Begriff ist, sei dahingestellt, insofern auch freie Wahl bei der Beantwortung. Ich würde gerne bei Ihnen noch, Herr Hülse, beginnen. Ja, gerne. Ich glaube, gerade im technologischen Sinn und im Forschungssinn, dass da, denke ich, so die Zukunft für die Lausitz liegt. Wie es mit dem Ausbau von Wind- und Solarenergie, das sind ja so die großen Pferde, auf die man halt setzt, beziehungsweise dann auch in der Wärmewende. Wie das aussieht, bin ich relativ gespannt drauf. Die jetzigen Pläne, der jetzige politische Fahrplan, der ist halt, was das angeht, relativ lasch, wenn ich lese, dass insgesamt 10 Terawattstunden angedacht sind, die dann über Erneuerbare gedeckelt werden, obwohl es dann eigentlich, gerade auch wenn man betrachtet, wie viel Energie dann auch gerade in den, im Wirtschaftssektor gebraucht werden würde, wie viel da eigentlich nötig wäre. Insofern, ich bin sehr gespannt, und ich bin auch gespannt auf den Konflikt, diese ewige Windräder-Diskussion vom Haus, gerade auch mit diesem 1000 Meter Entfernung. Ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass da so extrem viele Ressourcen da sind, um dann auch wirklich auf die Energieleistung zu kommen, die man sich halt durch erneuerbare Energien erhofft und die notwendig wären. Von daher, ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch gesellschaftlich ein großer Wandel stattfinden müssen. Und ich glaube auch, dass die Akzeptanz auf jeden Fall steigen wird. Aber jetzt gerade momentan ist die Aussicht ein bisschen trüb. Also noch etwas pessimistisch. Aber, ja. Würde sagen, dann gerne den Ball gleich zu Ihnen spielen, Herr Besser. Sie setzen sozusagen auf die Evolution. Vielleicht ist es heute pessimistisch. Wie sehen Sie das? Nein. Ich sehe es nicht pessimistisch. Ich denke, die Energieformen, die werden sehr volatil sein. Also ich glaube, es wird ein Mix sein aus verschiedenen Energieformen. Ob wir heute schon alle wissen, wie die Energie der Zukunft sein wird, das glaube ich bald nicht. Die eine oder andere Energieform wird es vielleicht noch geben. Es werden neue dazukommen, die wir heute noch nicht kennen. Aber ich glaube, in 20, 30 Jahren ist egal, wie wir dann leben und arbeiten werden. Es wird immer Strom, Wärme und Kälte geben. Da bin ich mir ganz sicher. Die werden erzeugt werden müssen oder umgewandelt werden müssen. Und da werden wir als Wirtschaft dabei sein. Wir müssen natürlich immer ein Stück weit den Hubschrauber spielen und nach vorn schauen. Wir dürfen nicht das machen, was im Moment mit der Politik passiert, dass wir getrieben werden. Also wir müssen wirklich agieren, mittelfristig und langfristig. Und wie gesagt, Strom, Wärme, Kälte werden immer gebraucht. Insofern sind wir optimistisch, und die Ingenieure, die Techniker haben sich eigentlich immer was einfallen lassen. Also ich gehe sehr optimistisch in die Zukunft. Mhm. Sind Sie genauso optimistisch, Herr Krause? Und wie sehen Sie sagen,
das zukünftige Energieland Sachsen oder anders geartetes Land, ja. Also ich bin von Hause aus Optimist, sonst könnte ich diese Berufung, ist ja kein Beruf, diese Berufung nicht machen. Ich denke, dass wir in der Zukunft Sachsen nicht als Energieland bezeichnen werden. Ja. Ich denke eher, dass Sachsen wird ein Technologieland werden. Hm. Und Sachsen hat ja in der Vergangenheit, in der Historie schon sehr große technologische Fortschritte gehabt. Also Sachsen war lange Zeit eines der Musterländer im deutschsprachigen Raum. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich denke aber, da ist noch ein bisschen Potenzial und Luft nach oben. Das werden wir, denke ich mal, auch wieder schaffen. Und wir haben hier in der Region hervorragende Menschen, die heimatverbunden sind, die verwurzelt sind. Und ich denke, wenn man seine Heimat liebt, dann setzt man sich auch dafür ein, dass es weitergeht und dass man auch diesen Strukturwandel schaffen kann. Aber es gibt einen kleinen Wermutstropfen, einen Appell, und ich bin froh, dass ich mit Herrn Mayer da auf einer Wellenlänge bin, in Richtung auch Land. Wir müssen natürlich die historische Möglichkeit mit dem Strukturwandel, mit diesem Strukturfonds, die müssen wir nutzen. Und wir müssen diesen Prozess, der jetzt angelaufen ist, stark verbessern. Es gibt viele Dinge, die sind gut. Und wenn wir die Gelder, die wir hier dann bekommen, auch sinnvoll einsetzen, vor allen Dingen in Technologie, weiche Infrastruktur, ÖPNV und andere Dinge, Bildung vor allen Dingen auch, dann denke ich, haben wir eine sehr große Zukunft, um die uns viele beneiden, positiv beneiden. Vielen Dank. Den Ball würde ich dann gleich an den Herrn Dr. Mayer zurückspielen oder hinüberspielen. Auch Sie noch mal bitten um ein Statement zu der Frage, ja, wo sehen Sie die Zukunft Sachsen? Energetisch. Also mir geht's so wie Herrn Krause, es ist für mich auch eine Berufung, weil ich auch weiß, was wir für tolle Unternehmen, innovative Unternehmen und auch leistungsfähige Wissenschaftsinfrastruktur haben. Aber ich glaube, es kann nur gelingen, wenn wir uns auch ehrlich machen und die Dinge, die nicht gut laufen, kritisch ansprechen und dann ändern. Also wir haben auch vieles mit Blick auf Prozesse, Planungsbeschleunigungsnotwendigkeiten, wo wir ganz einfach auch merken, in den gegenwärtigen Verfahrensweisen und Herangehensweisen lässt sich das in dieser Dynamik, die notwendig ist, glaube ich, nicht unbedingt bewerkstelligen. Und das muss man kritisch ansprechen und auch dann entsprechend ändern. Dann wird es auch gelingen, da bin ich fest davon überzeugt. Und vom Grundsatz her, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, so ein Stück weit sich zwar auf gewisse Technologien auch zu konzentrieren. Wasserstoff wird ohne Zweifel eine Rolle spielen, aber halt auch diesen Grundsatz, Technologie offen heranzugehen und vielleicht auch das eine oder andere zu verfolgen und auch wieder zu verwerfen, wenn man merkt, es geht doch nicht in die richtige Richtung, als dann auf das falsche Pferd zu setzen und womöglich sehr einseitig unterwegs zu sein. Wir werden als Region, die auch an zwei andere Länder grenzt, eine hohe Bedeutung haben, auch Alleinstellungsmerkmale haben, weil ich glaube, die transeuropäischen Energienetze werden aufgrund der neuen Strukturen deutlich mehr an Gewicht gewinnen und wir werden mehr Grenzkoppelstellen brauchen. Also dahingehend wird die Region Oberlausitz eine ganz andere Rolle künftig spielen. Und ich bin auch guter Dinge, weil wir haben Unternehmen wie die LEAG, die hier angetreten sind, nicht um die Braunkohle abzuwickeln, sondern die als Energieunternehmen auch künftig am Markt agieren wollen. Und die werden sich natürlich als Unternehmen, ähnlich wie es Herr Besser gesagt hat, als Helikopter ein Stück weit nach vorne bewegen und neue Dinge anstoßen. Also von daher bin ich optimistisch, wenn wir kritisch und konstruktiv rangehen und als Region unsere Stimme gegenüber Dresden und Berlin oft erheben, dann wird uns das gelingen. Ja, vielen Dank. Und es freut mich da insbesondere zu hören aus der Politik. Ist ja nicht so sehr häufig eine gewisse Sympathie für Innovationsprozesse und eine gewisse Erfahrung für Innovationsprozesse, die Sie ja durchaus auch beruflich schon begleitet haben. Das kann uns nur gut tun. Da wäre dann auch der Anspruch, dass natürlich diese umfangreichen Verwaltungsprozesse auch in der Politik verkürzt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, wo es stattfinden kann. Ja, zu der Letzte, Herr Professor Kratsch, zu sagen, Sie haben der Letzte in der Runde, der zu diesem Thema ein Statement abgeben darf. Auch an Sie nochmal die Frage, wie sehen Sie die Perspektive? Ich nehme jetzt mal das Thema Energieland Sachsen schon mal raus, weil das haben wir schon häufig gehört, dass es vielleicht gar nicht das Thema ist. Wie schauen Sie in die Zukunft? Absolut optimistisch. Ich schließe mich dem Herrn Besser an. Wir werden in 20, 30 Jahren die Herausforderung gemeistert haben.
Herr Krause hat es gesagt, Sachsenland der Ingenieure, das wird uns dazu bringen, dass wir die Dinge anpacken, dass wir die Dinge bewältigen. Und mit Blick auf das Lausitzer Revier werden wir unsere Stärke der genehmigten und in der Gesellschaft und in der Bevölkerung tief verwurzelten Energiestandorte über viele Jahrzehnte, das werden wir als kräftige Infrastruktur im Bereich der Industrie ausspielen können. Die werden wir schaffen zu transformieren. Und das wird Quell für Wohlstand und Entwicklung in der Lausitz auch in Zukunft sein. Davon bin ich überzeugt. Das wird dauern. Das ist Evolution. Vielleicht durch Stefan etwas Sprunginnovation. Das sicher, das will ich gar nicht abstreiten. Aber in 20, 30 Jahren haben wir das gerissen. Da bin ich davon überzeugt. Mhm. Ja, vielen Dank auch für diesen sehr positiven Abschluss, der sich ja durch die Schlussrunde gezogen hat. Ich denke, dass alle mit einem gewissen positiven Blick daran gehen. Was mir sozusagen nochmal die Gelegenheit gibt, auf den Folgetag hinzuweisen. Wir werden sicherlich noch viele andere Impulse am morgigen Tag hören, für alle, die sagen, noch zugeschaltet sind. Morgen am Vormittag von 9 bis 11 Uhr gibt es ein Fachforum Kommunen. Hier werden wir Praxisansätze von verschiedenen Kommunen, unter anderem Nebelschütz, auch Bautzen selbst wird was präsentieren, Pulsnitz hören. Es gibt dann am Nachmittag ein Fachforum Unternehmen. Hier gibt es sehr viele technologische Ansätze und Energieeffizienzansätze als Praxis- und Erfahrungsbericht zu sehen. Und wie heute schon mal angekündigt, am Abend dann gegen 18 Uhr ein Fachforum für die Bürger. Da geht es wirklich noch mal darum, was kann der Privatmensch in seinem häuslichen Umfeld machen? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Welche Technologien gibt es, die heute schon verwendbar sind für den Privatbürger? Also ein ganz spannendes Programm. Ich lade alle ganz herzlich dafür ein. Ich würde sozusagen nochmal an der Stelle ganz kurz auch den Sponsoren und Unterstützern der Veranstaltung danken, also des heutigen Abends, aber auch des morgigen. Das sind die Kreissparkasse Bautzen, die PEWO Energietechnik, der VDE Dresden hat uns hiermit unterstützt und die Jados GmbH. Vielen Dank dafür. Veranstalter dieses Forums sind das TGZ Bautzen mit den Bautzner, mit den Energie- und Wasserwerken Bautzen und mit der Staatlichen Berufsakademie und dem Technologieförderverein. Ihnen danke ich sehr herzlich für diese gute Diskussion. Es hat mir Spaß gemacht. Es war auch sehr schön, dass wir das so hingekriegt haben aus ganz verschiedenen Perspektiven. Das war für mich so ein bisschen am Anfang noch vielleicht der aufgeregteste Teil. Wie kriegen wir die verschiedenen Perspektiven zusammen? Ich fand die Diskussion gut. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch für diese sehr progressiven und optimistischen Blicke. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.